Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum bereits achten Lauf bei der DSDM Sim Racing Deutschland. Mein Name Timo Frank, heute Abend Ihr Kommentator, und an meiner Seite, und da möchten wir gleich mal dem Michael gute Besserung wünschen, denn der ist heute nicht dabei, aber dafür haben wir einen exzellenten Ersatz gefunden, nämlich Erik Pettersen. Hallo. Moin. Ja, Erik, wir haben dich ja schon das letzte Mal gehört, ne? Vorletzte Mal war's. Richtig, genau. Weiß ja Bescheid, wie das hier Ich denke, dass läuft. wir die Zeit gut rumbekommen werden. Ich denke auch. Ja, wir sind gerade noch im Training. 2,5 Minuten haben wir noch Zeit. Also werfen wir einen kurzen Blick auf die Wertung, wie es denn da momentan aussieht. Und jetzt muss ich kurz gucken, dass ich das selber sehen kann. Moment. So, das sieht doch schon mal besser aus. Und da bin nämlich Patrick Pichler momentan mit der Fahrerwertung auf Platz 1. Mit 3.752 Punkten, das ist ein bisschen klein, ich mach's noch größer, aber ich glaube, das sollte passen. Auf Platz 2 hätten wir dann Tom Valentini und Erik, wenn wir uns an an den letzten Lauf auf Interlagos zurückerinnern, zweimal gewonnen, Rennen 1 und 2, das ist schon Respekt wert, ne? Das ist, denke ich mal, eine Hausnummer, ne? Also, denke, dass da definitiv Potenzial auch hier hinter stecken wird. Wir müssen mal gucken, wie das wie die Qualifikation abläuft. Und vielleicht kann man dann schon mal die ersten Einblicke setzen, denn ich denke, dass sowohl der Pichler als auch der Valentini ja durchaus als wirklich sehr, sehr zuverlässig und konstant einzuschätzen sind. Möchte ich so unterstreichen. Kurzer Blick noch auf die zweite Hälfte der Tabelle ab Platz 21, auf dem sich gerade Michael Beuys-Dowaurig befindet. Mit, was haben wir da? 2640 Punkten. Und so fort und so weiter und so fort. Apropos fort, Christoph Grund hier übrigens einer der wenigen, die mit einem unterwegs sind. Platz 31. Werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Teamwertung. Wie sieht es denn da momentan aus? Und da haben wir auf Platz 1 das Bio Racing Team mit 7090 Punkten, hat sich also schon deutlich abgesetzt von IRT bei Sydney Industries auf Platz 2 mit 6382 Punkten, die allerdings im letzten Lauf auf Interlagos trotz des Doppelsieges von Tom Valentini Punkte aufgeholt haben, wenn auch wenig, denn beide Fahrer von IRT waren unterwegs und konnten da zusammen mehr Punkte sammeln als Tom Valentini auf dem ersten Platz. Auf 3 hätten wir das Schwesternteam von Pure Racing Team, da hätten wir das Zweierteam, geht dann direkt weiter mit Solgard Motorsport auf 4, auf 5 dicht gefolgt von Steppo Sim Racing Team und direkt dahinter hätten wir das Piranha Sim Racing Team, das sich vor One Row SimSport befindet, auf der 7. Position. Und auf Vielleicht wäre 8. es ganz interessant mal zu nennen, das Piranha Sim Racing Team ist mit dem Jürgen Gartringer, ne? Genau, ja. Diese Zusammensetzung der Jürgen Gartringer und der Gunnar Miesen? Oder bin ich da falsch in der Liste? Ich weiß gerade nicht, auf welcher Liste du schaust, Bin aber. gerade in der Excel-Liste mit den Teams drinne. Genau, Gunnar Miesen und Jürgen Gartringer, genau, das ist die Paarung vom Platz 6, die wir gerade angesprochen hatten. Genau. Da muss man Erster immer. Platz ist die Paarung Pure Racing Team 1, das müsste eigentlich ganz klar sein, das ist der Pichler und der, komme ich wieder nicht auf den Namen, der Valentini, Tom Valentini Patrick und der Pichler und Patrick Tom Pichler. Valentini, genau. Richtig, genau. Ja, bei Piranha muss man ein bisschen immer nachdenken, weil es gibt mehrere Piranha-Teams, ne? Du meinst natürlich das Main, also das Hauptteam Piranha Sim Richtig, Racing. genau. Da gibt es dann noch dieses Piranha Bite mit Ruben Denker, Marcel Lange und Jaws, also die Haie quasi, mit Justus Zehmann und Julit Radwa, der Frau hier im Grid. Und gut, dann sage ich mal, sind wir fertig mit der Teamwertung. Es sei denn, du möchtest noch was dazu sagen und wir können direkt ins Qualifying schalten, würde ich sagen. Ja, ich denke, wir können direkt überschalten. Über Dann die machen wir Namen das werden wir doch. mit Sicherheit noch lange genug ein wenig philosophieren können. Und da haben wir ein etwas zu großes Fensterchen. Das machen wir natürlich sofort weg. So, das sieht schon ein bisschen besser aus. Und dann schauen wir mal, wen wir in die Linse bekommen.
Qualifying hat er ja an sich jeder für sich alleine. Heißt, wir können uns auch gleich mal auf eine Runde freuen, die wir quasi ohne andere Fahrer sehen. So können wir uns mal gleich auch ins Cockpit versetzen und genauer uns die Strecke nochmal anschauen. Kanada gehört ja bei vielen Fahrern zu einer Lieblingsstrecke. Bei mir persönlich auch der Fall. Ich habe auch gehört, Erik, du magst die Strecke auch. Ich bin mit der Strecke auch sehr gern unterwegs gewesen. Ja, ich bin offiziell Season im Roof Cup gefahren dort. Das ist eine relativ schöne Strecke, wobei die doch relativ eng und teilweise sehr, wie wir schon gerade gesehen haben, sehr bumpy ist. Von den Curbs her. Da wird es einige Schlüsselstellen geben, wo, denke ich, gerade die Anfangssituation am Start eine entscheidende Rolle spielen wird. Bin noch mal gespannt drauf. So, jetzt können wir mal in die Onboard, in die Cockpit-Perspektive schalten. Wir sind gerade schon bei dieser Schneckenkurve durch, das ist dieser erste Turn, der recht schwer zu fahren ist. Hier haben wir eine schnelle Rechts-Links-Passage, wo man sehr gerne mal an die Wand rankommt. Hier möglichst innen halten, kann man sich hier ein bisschen raustragen lassen, bevor man dann auf eine sehr geschmeidige Kurve kommt, wo man hier eben Probleme mit dem Übersteuern bekommen kann. Dann einer der wenigen Geraden im mittleren Teil der Strecke. Hier kann man ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, bevor es dann knapp runter geht in den zweiten, dritten Gang reinlenken. Und da ist dieser einer der wenigen hohen Bumpern, den Erik gerade angesprochen hat. Da sollte man nicht zu weit drauf kommen, weil das Fahrzeug aushebelt. Jetzt zu einer der wohl bekanntesten Schikanen, nämlich diese 90 Grad Turn. Danach direkt nochmal 90 Grad Turn auf die lange Gerade, wo man noch sehr, sehr gerne mal einen Angriff riskiert. Hier dann später mal, ich denke, da sind wir uns einig, eine Menge Windschattenduelle auf dieser langen, langen Gerade, wo man dann eben schon, sehe ich, sehr, sehr gut auch in anderen Motorsportklassen an den Fahrer ranpressen kann. Schnelle Rechts-Links-Passage, das war gut getroffen von Gunnar Miesen, und direkt rechts haben wir sie gesehen, die Wall of Champions, also die Wand, wo ganz, ganz viele Champions da draufgeknallt sind. Um es genau zu sagen, gibt es da auch eine kleine Geschichte zu. Ich glaube, innerhalb eines Rennens war es 1999, genau, mit Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve sind alle drei durch eine Kollision an dieser Wand ausgefallen im Rennen. Seitdem wird diese Wand auch so genannt. Lustigerweise, auch kleine Nebeninformation, ist genau auf dieser Wand eine Werbung platziert, auf der steht Bienvenue en Québec, was so viel heißt wie Willkommen in Quebec. Also, ich weiß nicht, ob das dann noch so schön gemeint war. Aber das ist so eine kleine lustige Nebeninformation. Blenden wir am besten mal kurz die Stände ein, wie es denn gerade aussieht. Und da können wir sehen, dass Patrick Pichler sich momentan auf der ersten Position befindet. Nämlich mit einer starken 1:34:1:60. Direkt dahinter Tom Valentini, Teamkollege. Gehen wir mal auf nächstes Fahrzeug. Den hätten wir da, Jens Jakob haben wir da gerade mal im Bild. Nächste Rennrunde von ihm, 1:37:682. Schauen wir uns da die nächste Runde an. Ja, die war schon mal ordentlich schneller. Fast eine halbe Sekunde hat er da gespart, ein Plätzchen gut gemacht. Und da fehlt allerdings dann noch ein bisschen was auf die Top 10. Sie wird schon durchgereicht, also hier geht es ganz schön zur Sache im Qualifying, so wie wir das auch aus den vergangenen Läufen gewohnt sind. Und Erik, du bist ja hier wirklich der perfekte Insider. Da frage ich natürlich auch gerne die Frage, was sind denn für dich hier so diese, kennst du dich natürlich auch intern sehr gut aus, was sind es für dich denn hier so diese Qualifying Champions, was es denn so gibt in der DSTM? Ja, also wie wir ja eben schon besprochen haben, glaube ich, sind der Valentini und der Valentini und der Pichler schon ganz vorne dabei, wo wir wieder bei dem Thema sind, dass sie ja leider auch sehr konstant sind. Sie fahren ja wirklich sehr weit Leider. vorne. Für euch natürlich, ja. Es ist natürlich super, solche konstanten Fahrer da zu haben.
Aber wir haben leider im Moment derzeit keinen, der den richtig das Wasser erreichen kann. Das ist. Wir wollen mal gucken. Ich vermute, dass sie dieses Mal auch nicht wieder durchfahren können. Ich denke, da sind wir jetzt mit dem Tankvolumen deutlich eingegrenzt worden. Ich denke, dass der Gunnar da wirklich eine gute Chance hat. Der hat eben die Qualifikationsrunde, die wir gesehen haben, die war ja wirklich schon ganz ordentlich. Und ansonsten weiß ich nicht, so ein Qualifying ist manchmal schon so ein bisschen, wo sich denn auch mal die Leute blicken lassen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also da denke ich, kann man trotzdem noch gespannt sein. Das sind wir auf jeden Fall. Daniel Longerich auf jeden Fall jetzt mit der ersten gezeiteten Runde kommt hier auf die 19. Position. Jemand, der uns auch Jürgen. beim letzten Mal recht gut aufgefallen ist, Patrick Richter. Noch nicht so lange dabei, jetzt schon wieder unter den Top 5 unterwegs. Gucken wir mal. Ja, das ist ja jetzt zusammen mit dem Andreas Leikam, ist er unterwegs als Team-Pfandsammler. Der hat seine Runde auch gerade beendet, der Patrick Richter. Wir so schön sehen. Ja, und es ist ja auch wirklich sehr erfreulich, dass auch im Laufe der Saison immer wieder ganz neue Teams dazukommen. Ja, wir haben ja bei Breakpad Performance jetzt auch gerade wieder neue Fahrer dazu bekommen. Also wir haben einen Fahrer verloren, beziehungsweise jemanden, der sich entschieden hat, bei uns zu bleiben, aber eben die mentale und Hintergrundarbeit so ein bisschen mitzumachen. Das ist der Marinus Rieder, der sich da entschieden hat, mit dem Fahren erstmal in den passiven Modus zu wechseln und uns eben so ein bisschen so den Rücken stärken möchte. Und dafür haben wir den Lennart und den. Ach, Mensch, mit den Namen, das klappt heute wieder nicht. Was ist das? Aber da kommen wir gleich noch drauf. Genau, den Rico Kistenmacher, genau so ist das. Rico Kistenmacher und Lennart Kaiser. Kistenmacher konnten wir ja auch in Interlagos Interlagos schon schon sehen, beobachten, genau. genau. Der Lennart ist auch jemand, der jetzt ziemlich lange schon im Simsport unterwegs ist. Der ist früher mit dem Marinus Rieder auch zusammengefahren. Und wir sind mal gespannt. Der wird, denke ich, im nächsten Lauf auch mit dabei sein. Und ich selber bin derzeit, kann leider nicht teilnehmen, da mein Lenkrad noch eingeschickt ist. Es wird aber mit Sicherheit die nächsten Tage aus Landshut wieder heimkommen. Okay, ist ja nicht so eine große Strecke, ne? Nee, ja gut, nach Hamburg ist es natürlich innerhalb Deutschlands schon so ziemlich mit das Weiteste, was du bekommen kannst, ne? Ja, okay. Natürlich national gesehen, ja. Also, wenn die netten Herren mir was Neues geschickt hätten, dann hätte ich, glaube ich, knapp einen Weg von 40 Kilometern gehabt. Super. Nun aber gut. ist das. Dann freuen wir uns, wenn du auf jeden Fall wieder dabei bist, Erik. Auf jeden Fall freue ich mich aber, dass du heute trotzdem an der Seite bist. Und Brakepad-Performance muss eben einfach momentan ohne dich auskommen. Du hast ja gesagt, dein Lenkrad ist nicht da. Richtig, genau. Aber wie gesagt, wir sind dabei. Wir haben zwei neue Fahrer bekommen. Heute ist sehr, sehr passiv von unserer Seite. Aber das ist nun mal ein Hoch, Hoch und Runter. So ist das manchmal, ne? Wie auf der Rennstrecke. Richtig. Marcel Heymann im Bild. Nächste Rennrunde von ihm, 1:36.233. Findet sich damit hinter Luca Borngesser, aber vor Pavel Rybak, der heute auch zum ersten Mal in die Kamera kommt, würde ich mal behaupten. Allgemein wieder einige Fahrer im Feld, die man sonst nicht so hört. Also es ist hier wirklich tatsächlich ein Kommen und Gehen und das ist auch, bringt so ein bisschen frischen Wind in die Sache. Richtig, soweit ich das mitbekommen habe, haben wir auch gar kein zweites Grid. Sprich, wir fahren alle in Grid 1 hier. Dementsprechend ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Fahrerfeld jetzt dort. Und dementsprechend hört man auch mal Namen, die eben nicht so oft dabei sind. Ich gucke gerade ganz fasziniert auf den Jürgen Gadringer. Der ist bereits in seiner dritten Runde.
Aber liegt derzeit noch auf Platz 37, was ich denke, eigentlich noch deutlich weiter nach vorne spülen müsste. Ja, da gehen wir gleich Dann. mal hin, wenn der Marcel hier seine Runde zu Ende gefahren hat. Und da war er leider ein kleines bisschen langsamer als seine persönliche Bestzeit, also an der Stelle keine Verbesserung. Und dann schalten wir doch einfach mal zu Jürgen Gattringer, wie es denn da aussieht. Bestzeit von ihm 1:37,6. Da sieht man mal, wie nah die Fahrzeuge tatsächlich momentan Ja, wir sind mal gespannt. Der fährt gleich um die beieinander liegen. Linie. Vielleicht lässt sich da noch geringfügig was verbessern. Platz 31. Ja, hat sich da mal um knapp eine halbe Sekunde verbessert. Das ist schon mal ein ordentlicher Sprung. Das wird jetzt, das ist jetzt Runde 4 angezeigt. Ich bin der Meinung, das ist ja drei Runden. Plus In- und Outlap. Also ich meine, Genau, er ja. kann noch eine fahren, eine gewertete. Den sollte man vielleicht mal ein bisschen im Auge behalten. Ja, dann ist das hier die letzte Chance. Etwas weiter oben im Feld ist weiterhin Patrick Pichler auf der ersten Position. Tom Valenti Aber immer mit einem noch deutlichen Abstand, ne? Das mit ist einem deutlichen mal locker eine Abstand, ja. halbe Sekunde, also das ist Das halt schon nicht ganz ist ohne. auf jeden Fall richtig krass. Gunnar Miesen ganz knapp hinter Valentini. Und Florian Voigtl, den wir auch ab und zu wirklich sehr stark im Qualifying erleben durften, auf Platz 4. Vor David Müller auf der 5. Florian Voigtl ist ja so weit beim IRT. Also ich denke, da kann sich die vielleicht unter Umständen auch ein bisschen mit den Punkten ranschleichen. Aber wie vorhin schon erwähnt, die sind ja doch sehr, sehr konstant, die beiden Pure Racing-Fahrer. Ja, ich bin mal gespannt, ob die heute durchfahren. Du sagst ja, es wurde wieder was gemacht. Ich bin der Meinung, es wurde was gemacht, ja. Also ich will es nicht für unmöglich halten. Also, wer weiß, mit welchen Tricks die jetzt kommen. Vielleicht haben sie eine Abschleppstange dabei oder so. Man Ach weiß es so. ja nicht. Aber da kann man, denke ich, schon sehr gespannt sein. Ja, das war's auf jeden Fall für Jürgen Gattringer, hat sich da nicht mehr verbessert. Unterwegs jetzt noch Patrick Pichler auf seiner letzten gezeiteten Runde. Ist aber nach wie vor wirklich deutlich vor Tom Valentini, muss es also nicht wirklich wagen. Florian Voigtl ist auch noch unterwegs auf Platz 4. Schauen wir mal kurz, wie es denn bei dem aussieht. Er wäre der Einzige hier, der noch auf dem Feld ist, der Patrick Pichler nochmal gefährlich werden könnte. Ansonsten ist Mert Uzel noch unterwegs. Der momentan auf Platz 43 noch gar keine Zeit hat. Ja, aber Uzu steht derzeit in der Box, ne? Ja, könnte sein, dass er aus der Box starten möchte. Deswegen steht er da jetzt schon. Ja, das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit ab und zu mal gesehen, dass das gerne gemacht wird. Ja, gehöre ich auch dazu teilweise. Ich habe es um einen Rennen auch gemacht Ja, es und ist nach der gerade so. Startkatastrophe nicht bereut. Ja, das hat's gezeigt, ne? Ja. So, Florian biegt in die Box ab und Patrick, Zumindest wo haben wir ihn? die Strecke im Grunde Auch genommen drin. leer, er ist auch in der Box. Ja, das war's dann auch mit dem Qualifying. Ja, du hast recht. Also gerade bei so vielen Fahrzeugen, ich zähle jetzt gerade wieder 43 Stück, ist es manchmal gar nicht so vom Nachteil, tatsächlich aus der Box zu starten. Das muss dann jeder Fahrer für sich wissen. Also wir haben, und das können wir jetzt festlegen an dieser Stelle, Patrick Pichler auf der Pole Position für das Sprintrennen, Tom Valentini auf der 2, Gunnar Miesen auf der 3, Florian Voigtl auf der 4, David Müller auf der 5, Patrick Richter auf der 6, Sergej Blum auf der 7, Lars Konrad auf der 8, Daniel Marcoux auf der 9 und Michael Schellbach auf der 10. Das wären die ersten 10 Fahrer. Und Also mal als lustigen Randkommentar nebenbei. Ich habe gerade mal geguckt, der Patrick Pichler, der hat gefahren drei Runden, dessen zwei gezeitete sind. Und das einmal seine 1:34,159 dabei. Und das andere gewertete ist eine 1:50. Also der hat da wirklich, will ich mal fast sagen, eine Runde richtig fliegen lassen. Und danach hat er da ein bisschen ist da ein bisschen rumgeeiert. Und hat dann einfach nochmal 1,50 gefahren, um den Sprit leer zu kriegen. Mag sein. Ja, es gibt ja Leute, die wirklich auf den Punkt wirklich super gleich eine Zeit abliefern können. Ja, das ist auf jeden Fall nicht von Nachteil im Motorsport. Ganz klar.
Ohne Frage, aber die Konstanz zählt eben auch, ne? Zum Beispiel, was ich auch sehr beachtlich finde, wo wir gerade über Konstanz reden, der Tobias Marz, der hat tatsächlich in der ersten Runde eine 1,37,219, zweites eine 1,37,5, dann eine 1,37,6 und 1,37,7. Also der ist auch sehr, sehr konstant mit allen vier Runden dabei gewesen. Was natürlich auch schon nicht ganz ohne ist, wenn man konstant unterwegs ist, ne? Das würde ihm auf jeden Fall viel bringen beim Rennen nachher. Der Und Gunnar Niesen, wo wir gerade bei der 34 waren, der hat auch eine 1,34,7, 1,34,8, 1,34,9. Also das ist auch sehr, sehr konstant. Drei Runden am Stück. Also ich will mal sagen, da ist schon sehr, sehr viel Routine mit dabei. Jetzt muss ich gerade nur noch mal gucken, dass wir rechtzeitig noch auf den Server kommen, wenn das hier gleich wieder losgeht. Wir werden also kurz runtergehen. Fahrer haben schon das sinkende Schiff verlassen, sozusagen. Und werden uns gleich wieder zurückmelden und dann geht's los mit dem Sprintrennen. Ja, bis gleich, ne? Bis gleich. Thank you.
Ja, verehrte Zuschauer, herzlich willkommen wieder zurück zum Beginn des Sprintrennens. Wir sind wieder da. Links, ja gut, stimmt noch nicht ganz, wird gleich aktualisiert. Das Ergebnis, glaube ich, geben wir einfach nochmal kurz beim Qualifying für diejenigen, die noch nicht da waren. Also da hatten wir nämlich Patrick Pichler auf der Pole Position, Tom Valentini auf der 2 und Gunnar Miesen wird gleich auf der 3 starten. Vielleicht können wir noch mehr dazu erzählen. Erik, wir sind auf jeden Fall schon mal gespannt auf das Sprintrennen, das jetzt gleich folgt. Stehender Start, dann schnelle Minuten und das war es dann eigentlich auch schon. Also viel Zeit hat man da nicht wirklich, ne? Ne, da müssen wir uns schon beeilen, was wir da erzählen. Ja, gut, zum Glück folgt dann auch dann das etwas längere, Anführungsstrichen, Langstreckenrennen. 45 Minuten geht das dann, indem man dann wahrscheinlich nachtanken muss. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das nicht immer der Fall war, obwohl das jeder gedacht hätte. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, schon reguliert. Und auch auf so einer Strecke wie hier, glaube ich, nicht machbar, gerade mit der langen Geraden, wo man ja doch schon sehr viel Zeit verliert, wenn man da das Motorprogramm etwas runterkurbelt. Ja, so weit runtergekurbelt kriegen sie das, denke ich, nicht mehr. Ja, es war auf jeden Fall eine Überraschung und taktische Raffinesse. Aber jetzt schauen wir mal, wie das heute mit den Boxenstops läuft. Ja, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, teilweise schon das Zünglein an der Waage bilden können. Wir hatten hier Überholungen in der Box. Ich glaube, im Interlagos letztes Rennen war es der Fall, wo, glaube ich, einer vergessen hat, seine Reparatur auszublenden in der Box, hat dann dadurch das Podium verpasst. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer das war, aber das war dann schon sehr ärgerlich. Also Boxenstopp ist hier immer ein Risiko beim Motorsport, so wie beim echten Motorsport auch. Na gut, Fehler passieren. Und ein Fehler. Bitte? Oder der Luca hat sich gerade mal schön weggehauen. Aber wir sind ja Gott sei Dank noch im Warm-up. Was jetzt auch vorbei ist. Dementsprechend, geht es jetzt in die Startaufstellung? Genau, und wir schalten auf Patrick Pichler, den Goal-Setter, wenn ich ihn finde. Mal gucken, wo der sich gerade rumtreibt hier auf dem Feld. Und ich hoffe, er ist da. Ja, er steht in der Box schon. Aber da schalten wir mal zum Teamkollegen. Wir haben sie schon in der Startaufstellung. Wird also demnächst losgehen. Gehen schnell in die, ich glaube, wir suchen uns die passende Chopper-Kamera, in der wir etwas mehr sehen können. Und dann, lieber Erik, sind wir gespannt, ne? Ich bin auch sehr gespannt. Also. Oh, da gab es einen Frühstart. Auf Platz 6. Das war Patrick Richter, glaube ich.
müsste das gewesen sein. Wir sehen auf jeden Fall Pichler vorne, sieht da schon mal ungefährdet weg. Wir schauen etwas ins hintere Mittelfeld, wie es da läuft. Oh, da gab es, glaube ich, eine Kollision im hinteren Teil. Da waren mehrere Fahrzeuge aneinander. Gab es einen Dreher? Und jetzt müssen wir schnell gucken, wer das war. Ich glaube, Pavel Rybak war da drin verwickelt. Fährt jetzt hier wieder zurück, neu auf die Strecke. Ich glaube, da hauen wir einfach mal kurz die Wiederholung rein und schauen uns das an. Oh, hier der Oliver Scharlach, der hat auch arge Probleme. Der hängt hier in der Wand. Da schauen wir es uns an. Oh, auf die Wiese gekommen, weggedreht und dann ins Fahrerfeld rein. Uiuiuiui, das ist natürlich ärgerlich. Sehr, sehr bitter. Wir sehen auch in der Box mittlerweile vier Fahrzeuge stehen. Ja. Drei, ich probiere mich. Da gibt es schon die ersten Reparaturstops. Nicht wundern lassen, die Platzierung ist hier noch nicht ganz korrekt. Wird sich gleich revidieren, sobald wir über Start-Ziel fahren. Und, oh, je, oh, je, oh, je, was ist da passiert? Richter ist da, glaube ich, falsch aus der... Oi, oi, oi. Vorsicht jetzt. Wo das... Hier war Simon Solgard, glaube ich, der da gedreht wurde. Wer war das? Hermann? Michael Hermann, der ihn da auf der Hinterachse erwischt hat. Kleinere Berührung da in der Kurve. Sergej Blum fährt hier rein. Das ist der... In dem Hairpin gab es auch noch einen kleinen Crash mit dem Ulf. Ulf Truschkart, dem Stefan Ebert und dem. Wer war denn da noch beteiligt? Da gab es eine kleine Reaktion. Eine Reaktion. Ja. Also, das Problem ist, Kanada ist nicht die breiteste Strecke. Das können wir festhalten. Hier passen effektiv, würde ich sagen, zwei Fahrzeuge nebeneinander. Drei, dann wird es kritisch. Und das haben wir jetzt gerade beim Anbremsen auf die Hairpin haben wir das sehr, sehr gut beobachten können, wie es da wirklich sehr, sehr eng wird. Und der eine bremst ein bisschen später als der andere, so wie bei, ich glaube es war Hermann und Solgard, gibt es einen kleinen Rempler auf die Hinterachse. Und gerade wenn man so langsam nach rechts einbiegt, dann passiert das schon sehr, sehr gerne, dass man da mal dem Vordermann, wenn auch wirklich unabsichtlich, draufkommt. Ja, also hier war das bei dem Dreierduell im Hairpin war das so, dass der Stefan Ebert an dem Luca Bornkessler vorbei wollte. Ist bin auch sehr gut durchgekommen, hat dann gebremst und in dem Moment ist der Ulf Truschkart noch dem Stefan Ebert hinten rein und hat sich dann eben leider rausgedreht. Wir sind gerade mal auf Platz 11, 12 und 13 bei Andreas Leikam. Im Bild können wir sehen, aus dem Windschatten sich ein bisschen gezeigt. Und da hat sich Ruben Denker verbremst. Nein, er fährt in die Box. Und lässt damit Andreas und John Atkinson Jr. hinter ihnen vorbei. Ja, wir haben jetzt einige Fahrer in der Box. Resultiert natürlich durch die ganzen kleineren Rempler, die wir gesehen haben. Und natürlich das Schlamützel am Start des Rennens. Und das war natürlich ärgerlich. Ne? Erik kommt da auf die Wiese, dreht sich dann ins Feld. Ja, das ist, ich glaube, das ist ihm noch sehr, sehr unangenehm. Das ist, wenn man sich selbst am Start abschießt, ist es schon mal ärgerlich. Aber wenn man wirklich noch einen anderen mit dabei hat, ist es noch ärgerlicher. Aber in dem Fall ist es ja wirklich so. Ich glaube, da waren vier, fünf Autos dran beteiligt. Das ist schon ein gutes Ding. Hoffen wir, dass er heute Nacht schlafen kann. Und der Obi geht schon zu Mert Utzel, denn wir erinnern uns, ist ja aus der Box gestartet. Und fährt jetzt hier auf Platz 15. Ja, wie schon gesagt, wir haben einige in der Box, teilweise auch resultierend durch die Strafen von den letzten Läufen. Und ich glaube, da werde ich auch gleich dazu kommen. Oi, 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 da hinten der starke Verbremser. Und wo ist Stefan Ebert? Er müsste auf dem 18. Rang circa rumschweben. Gibt es wohl irgendwie ein Problem mit der Leitung, habe ich das Gefühl. Hier wird es jetzt ganz eng, gerade um Daniel Marcaus, Martin van Ooyen und Roland Wehrer. 15, 16, 17 und die 18. Starkes Mittelfeld, wo willst du da fahren? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also jetzt wird es hier gerade ein bisschen eng. Da macht gerade Roland Wehrer zusammen mit Daniel Marcaus zu. Und Vorsicht jetzt beim Einbiegen.
Ja, die geben sich da aber auch nichts, ne? Ja, Sprintrennen, ne? Da muss also man Quadratmeter natürlich. sind teuer. Selbst hier in Kanada, das ist richtig. Das ist ja eine enge Strecke. Also oh, ist schön hier durchgekommen von Luca Born gestern, war das? Nee, Simon Solgaard, Verzeihung an Daniel Marcaus. Daniel holt sich jetzt den Platz aber zurück. Und also das ist momentan tatsächlich das Engste, was wir haben im Feld. Vorne Patrick Pichler. Ja, ich wollte gerade Vorsprung. sagen, Patrick Pichler und Valentini, die können sich ein bisschen absetzen. Der Gunnar hängt da dran. Der Florian und dann schon der David Müller. Wenn wir zwei weiter zurückgehen, da ist der Gunnar Miesen, den vermisse ich gerade ein wenig. Nur Ach nee, Miesen der ist an dritter auf Stelle. Platz 4. Weil, oh je, da stimmt irgendwas mit unserer Aufzählung nicht. Simon Solgaard wird momentan als erster gewertet hier. Das stimmt nicht. Wird sich, denke ich mal, gleich wieder korrigieren. Was allerdings eng ist, ist hier zwischen Florian Voigt und David Müller. Das wäre 5 und 6. Beziehungsweise 4 und 5, wenn man das korrigiert. Ja, die schenken sich da auch nicht viel. Sind mal gespannt. Der McLaren sollte jetzt vielleicht auch ein bisschen rankommen können. Das sieht sehr gut aus. Aber das wagt dann noch anzubremsen. Nee. Nicht drin. Aber der wird jetzt natürlich besser aus der Kurve rauskommen. Kommt dann aber in dieses enge Geschlängel rein, wo er auch nicht vorbeikommen wird. Wieder etwas im hinteren Mittelfeld. Michael Herrmann und vor ihm Christoph Grund. Wir schalten wieder ein bisschen nach vorne zu Roland Wehrer, der, wie man hier schon sehen kann, auch ein leicht verbeulte Vorderpartie hat im Fahrzeug. Gab es also den Remmler vorhin. Ja, nun, das gehört dazu hier, ne? Ja, ein bisschen kann man das ja auch machen mit den Fahrzeugen, ganz klar. Allerdings Safety First. Und dieser Dreikampf löst sich hier erstmal nicht auf. Also wir haben hier immer noch Daniel Marcaus, der die beiden jagt. Martin von Ooyen führt hier so ein bisschen diese Kampfgruppe an. Vorne sehen wir den weiß-roten Fahrzeug. Und vor ihm Sebastian Wilms. Weiterhin aber hier mal kurz noch auf Roland Wehrer, der jetzt hier Kampflinie fährt gegen Daniel Marcaus. Hat auch geklappt. Etwas weiter hinten haben wir gesehen. Michael Herrmann im Kampf mit Jürgen Gattringer. Erstmal Rad an Rad. Und gerade im Briefing wurde auch nochmal erwähnt, muss man schon sehr aufpassen, wenn man hier im Windschatten fährt, weil dann das quasi aerodynamische Empfinden des Fahrzeugs sich komplett verändert. Das ja. muss man trainieren, man muss sich darauf einstellen. Und Erik, kannst da bestimmt ein paar Insider-Informationen geben, wie schwer das denn wirklich sein kann beim Anbremsen. Also du verlierst natürlich einen unheimlichen aerodynamischen Grip. Das ist natürlich umso schwieriger, umso mehr Flügel man fährt, desto schwieriger wird das Ganze, ne? Also ich sag mal, wenn du sowieso eine Strecke hast, wo du relativ wenig Flügel fährst, da fällt das natürlich noch ein bisschen weniger auf. Aber ich denke, dass wir hiermit doch relativ viel Flügel unterwegs sind. Ich weiß das jetzt gerade bei den Z4 ist überhaupt nicht und selber auch nicht, weil ich die Strecke nicht selber gefahren habe jetzt zuletzt. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das eine ganze Ecke negative Bad Air ist. Also das wird mit Sicherheit einiges kosten, wenn man zu dicht dem Hintermann folgt. Wobei man natürlich immer da gerade noch ein bisschen hinterherkommt. Aber allzu viel kann ich da jetzt auch nicht zusagen. Oh, wir haben hier einen ganz langsamen Roland Wehrer. Ja, da wohl eine kleine Berührung hatte. Ja, wir haben gerade gesehen, danke für die Einblicke, Erik, und wir haben gerade gesehen, Patrick kämpft auch vorne mit Tom Valentini um den ersten Platz, während wir im vorderen und im hinteren Mittelfeld jetzt am laufenden Bande Zweikämpfe haben. Marc Elkemann hier im Sandwich von Michael Schellbach und Christoph Klawiter.
Schellbach von der 10 gestartet, mittlerweile 4 Plätze gut gemacht auf die 6. Christoph Klawiter dahinter zum ersten Mal in der Kamera. Bei der DSDM, da wollen wir ihn natürlich herzlich beglückwünschen und herzlich willkommen heißen. Ja, kleine Überrundung an der Stelle. Und so geht es weiter. Nur noch 10 Minuten auf der Uhr. Also wirklich ein sehr, sehr kurzes Rennen. Mein Fenster ist hier leider stehen geblieben. Ich habe ein Standbild. Schön. Hoppla. Dann, ja, schau mal, dass du es vielleicht wieder ankriegst. Falls du was sehen möchtest, wenn nicht, kann ich auch so eine Art Radio machen. Wäre auch nicht verkehrt. Ja, da wird jetzt hier sehr, sehr großzügig Platz gemacht für die schnellen Fahrzeuge, wie wir hier sehr schön sehen konnten. Allgemein Montreal ja immer so ein bisschen der Überrundungsstress schlechtweg. Da wir hier wirklich sehr, sehr enge Kurven haben, gerade im zweiten Sektor, ist es ziemlich schwer, jemanden vorbeizulassen. Der Peter Rainer steht da ganz, ganz ungünstig. Da steht Kurvenausgang in der Hairpin. Weiß nicht, ob er da die Leute nur vorbeilassen möchte, aber das ist eine sehr, sehr ungünstige Stelle. Das war das blaue Fahrzeug, das Richtig, wir genau. gesehen haben. Ja, er steht genau an der Stelle, wo man eigentlich Schwung holt auf die Gerade. Und wo man sich schön weit raustreiben lassen kann. Also der Jürgen ist da, glaube ich, auch ziemlich dicht dran. Aber jetzt fährt er auch weiter. Wäre jetzt, glaube ich, bei diversen anderen Sportklassen problematischer als hier. Aber ja, Peter Reiner momentan auf der 38. Position kann sich Zeit lassen, denn nach ihm sind alle Fahrzeuge ausgefallen. Simon Sogard ist draußen, was wir leider so gar nicht mitbekommen haben. Pavel Rybak, beim Start haben wir den schon beobachtet, ist rausgegangen. Stefan Ebert hat das Spiel, hat die Simulation verlassen. Da scheint es aber wirklich, Erik, irgendwie was mit der Verbindung gewesen zu sein, glaube ich. Da war er einfach weg. Oliver Bei Scharlach dem draußen und Daniel Longenbich. Stefan Ebert. Genau, ja. Das kann so gut sein. Ich meine, der hat auch einen Dreher dazwischen noch. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also mal gespannt, ob er gleich zum langen Rennen kommt. Während wir hier wieder zurückschalten auf den Dreikampf von Sebastian Wilms, Martin van Ooyen und Daniel Marcaus. Oi, 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 da muss man doch aufpassen, das gibt es doch nicht, was ist dahinter passiert. Ich glaube, das war eine Überrundung, die nicht so ganz optimal verlaufen ist. Zum Glück hat sich da keiner gedreht jetzt. Nee, da hat den Jens Wolf ein bisschen über die Wiese geschoben. Jetzt zu dritt. Ach du Liebe. Ging alles gut. Daniel Marcaus, der Sieger von diesem Dreikampf, befindet sich jetzt vor Sebastian Wilms. Dahinter die nächste Kampfgruppe, damals im Bild, nämlich Hermann hinter Andreas Leikam, hinter Wolfgang Krämer. Und direkt hinter Hermann Jürgen Gattringer auf der 21. Vorne übrigens auf 1 und 2. Der Zweikampf hat sich erledigt, so wie es scheint. Patrick Pichler bleibt weiterhin auf der ersten Position und Tom Valentini mit 3,3 Sekunden jetzt außer Schlagdistanz zum Konkurrenten. Aber daraufhin Schlagdistanz für Günnar Meissen, Miesen. Richtig, unter Also, einer Sekunde zwischen das, 2 und 3. lange haben wir noch an Werden wir auch Zeit, dann noch sofort knappe hingehen. 5 Minuten. Werden wir auch sofort hingehen, falls sich dieser Abstand noch verkleinert. Denn hier geht's jetzt wirklich zur Sache. Da ist Andreas Leikam jetzt direkt dran an Wolfgang Krämer und könnte jetzt in der Hairpin eigentlich den Angriff versuchen. Ist auf jeden Fall schon mal auf der Außenbahn. Krämer fährt also die Kampflinie innen, wenn er jetzt schön innen zumacht, und das tut er, kriegt hier Andreas keine Gelegenheit reinzustechen. Und so entscheidet sich es jetzt gleich bei der World of Champions. Im echten Motorsport gerade diese gerade ja sehr, sehr gute Gelegenheit für die Fahrer, sich ein bisschen auszuruhen.
nach dem ja doch sehr anstrengenden zweiten Sektor, wo wir hohe G-Kräfte erleben. Also ich Aber beobachte hier nebenbei noch den Valentini-Miesen-Kampf. Der Gunnar kommt ganz langsam ran. Wir fahren jetzt auf die Hairpin zu. ja, sind wir auch schon bei den beiden. Kann Gunnar natürlich etwas von dem Windschatten profitieren. Vielleicht, wenn er jetzt gut durch die Hairpin kommt, könnte er sich beim Raus beschleunigen. Der ist schon ein bisschen aus der Kurvenmitte, kam er glaube ich ein bisschen besser raus, aber der, na klar, und zieht jetzt wohl ganz gut weg. Ich vermute, die beiden fahren wieder mit gar keinem Flügel, damit sie keinen Sprit verbrauchen. Genau, damit sie durchkommen. Aber wir sehen hier, wie Jetzt schön sehen wir der da, Gunnar jetzt sich kommt auch da der Angriff. ransaugen kann. Das ist, oh, das wird nicht, oh, ne, er lässt ihm natürlich auch genug Luft. Schön gemacht. Natürlich, aber schön gemacht. Sehr, gut Platz gelassen, gut reingebremst, faires Manöver. Sind wir mal gespannt, ob es da nochmal einen Konter geben wird. Ich glaube, davon kann man jetzt fast ausgehen. Da kommt Peter Rainer aus der Box, lässt die beiden vorbei. Wir kommen ja gleich auf die Gegengerade. Da denke ich, da könnte der Valentini eventuell nochmal zuschlagen. Ja, ich denke, auf der Langgeraden auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit zurückzukommen. Jo, das ist er leicht. Allgemein. Weiß nicht, ob das schon Berührung in der Wand war. Ein paar Inzidenz können Sie ja sammeln. Ich glaube, vorhin wurde es im Briefing mal erwähnt. Ich glaube, es waren 30, wenn ich mich nicht. Im ersten Rennen sind es 15 Inzidenz bis zur Qualifikation, bis zur Disqualifikation. Zweiten Und im 20, zweiten nicht Rennen wahr? sind es 20, Ja, genau. also da kann man sich ein paar Dinge erlauben. Muss natürlich dann Ja, auf aufpassen. es ist schon gut gemeint. Also, das Ganze ist schon, dass man sich wirklich ein paar Dinge erlauben kann. Wobei man ja sagen muss, wenn man so einen Car-Contact hat, wo man wirklich mal eine etwas härtere Kollision hat, gleich einen 4 Inzidenz reingedrückt kriegt, ne? Jetzt kommt der Konter. Aber der Valentini ist natürlich auf der Außenbahn. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, Der das. Miesen lässt Also, ihn nicht. Gunnar scheint mir fast so, als hätte er hier die Kampflinie geübt. Das macht er jedenfalls sehr, sehr gut. Ja, Und hält den allerdings. Pichler weiterhin hinter sich. Weiter hinten im Feld haben wir auf 10 Grad der Wolfgang Krämer in der Box, so wie das hier aussieht. Hat also einen späten Stop. Das kann entweder eine Fehlkalkulation mit der Spritmenge oder eine Beschädigung im Fahrzeug sein. Die engen Zweikämpfe im hinteren Mittelfeld haben sich auch leicht aufgelöst. Wir haben immer noch kleine Kampfgruppen, während Pichler und Gunnar hier tatsächlich um den zweiten Platz kämpfen. Dahinter Florian Voite ist auf jeden Fall out of range. Der kommt da nicht mehr ran. Und hier zieht Pichler wieder vorbei an Gunnar Miesen. Da kann man besser nämlich durch das Geschlängel des Anfang des zweiten Sektors, wo man eben sehr, sehr Ja, mutig aber auf dem Gas sein kann. der Schellbach und der Voite, die holen jetzt natürlich auch ihre Punkte, aber der Pichler und der Valentini, die fahren mal eben wieder vorne weg. Die holen sich leider wieder keinen Abstand rein. Das Also du hast jetzt wieder den Blick so ein bisschen auf IRT Sydney versus Eurosim ja, Racing, nehme ich an. über die Teamwertung. Ja. Also das ist so, dass wir jetzt noch so weit sind, dass Patrick Pichler und Tom Valentini in erster und dritter Position liegen. Und der Florian Voigt und der Michael Schellbach auf Position 4 und 6. Also sammeln beide sehr gute Punkte. Aber es sieht natürlich dementsprechend doch deutlich besser aus, gerade für das Racing Team. Ja, die haben vor allem noch schon einen richtig Der guten Vorsprung. Valentini ist auch wieder am Gunnar vorbei. Also die sind jetzt wieder auf 1 und 2. Mit der Gunnar auf Rang 3 zurückverbannt. Ja. Ja, gegen Ich glaube, der die Fahrzeuge, glaube ich, verwechselt. Sehen auch identisch aus. Gegengerade.
Auf der Gegengeraden ist der Valentin ja genau vorbeigegangen und kann den Abstand jetzt auch, soweit ich es sehen kann, sehr gut halten. Ja, allzu lange braucht er jetzt nicht mehr warten. Denn Pichler wird das Rennen demnächst beenden. Und es sieht fast so aus, dass Ben Gunnar nicht mehr kontern kann, als dass sein Teamkollege hier den zweiten Platz einfährt. Ja, vielleicht kommt sogar jetzt noch der Florian Wolter da noch ran. Also, ja, der hat das wäre natürlich. Richtig, der hat in den letzten Runden nochmal richtig gut Gas gegeben. Ja, der kommt ran. Und wenn der Gunnar ihm die Brücke baut, wäre das vielleicht, wenn er da rankommt und über Gunnar dann letztendlich noch an den Valentini rankommt. Aber hier ist der Abstand doch deutlich größer geworden wieder. Das hat sich eben sogar zusammengeschoben. Das reicht nicht ganz. Also, da war noch ein paar Wagenlenken Unterschied. Wir beglückwünschen auf jeden Fall Patrick Pichler, gewinnt das Sprintrennen. Kollege Tom Valentini wird Zweiter, Gunnar Miesen Dritter, Florian Wolter Vierter und David Müller Fünfter. Jetzt gehen wir schnell noch zu Marc Elkemann, denn da gibt es noch einen Zweikampf zwischen Marc und Michael Schellbach. Aber das sah, da kannst du mich gerne korrigieren, Erik, glaube ich, so aus, als ob hier Schellbach eine leichte Schellbach Nasenlänge vorne war. Gewertet. Ja, Schellbach ist als Sechster gewertet und Elkemann als Siebter. Zweikampf auch noch hier zwischen Sergej Blum und Luca Borngesser, 19-18. Und das sieht gut aus für Sergej. Sieht hier aus dem Windschatten heraus vorbei. Ulf Truschkat hinten noch zu weit weg, kann da nicht angreifen. Nee, der ist jetzt auch safe, also die haben sich da noch rein noch sortieren können, wobei. Ja, und damit wären die auch durch. Besten wir blenden mal die Ergebnisse Patrick ein. Richter, 24. Da können wir das Ganze nochmal genauer beobachten. Ja, nochmal Glückwunsch an Patrick und Tom für den Doppelsieg für das Pure Sim Racing Team. Gunnar Miesen auf 3, Florian Walter auf 4, David Meller auf der 5. Schellbach gut nach vorne gekommen auf die 6, Marc Elkemann auf die 7, Mert Utzel auf die 8. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und Mert Utzel wird auch gleich derjenige sein, der von der Pole Position starten wird. Erik, wie schätzt du das denn ein? Glaubst du, der kann sich da vorne gut halten? Das wird man sehen. Ich werde jetzt mal reinschauen, was die Zeiten verraten. Aber er hat im Rennen sehr, sehr konstante 35er Zeiten gefahren. 35 Mitte. Und wenn ich dann auf den Patrick Pichler gehe, das auch bei 35er Zeiten. Also, das kannst du sehr gut haben, dass der gleich da eine ganze Ecke mitmischen wird. Da sind wir mal gespannt. Und, aber ob das dein Plan war, einfach nur auf den 8. Platz zu fahren? Ich glaube, das ist. Plant mal sowas. Ich glaube, das einfach. Ist halt so. Also ich weiß nicht, wie gehst du davor, aber ich glaube nicht, dass sie das planen. Also ich glaube kaum, dass sich jemand vom 7. auf den 8. zurückfahren lässt, nur um auf die Pole Position zu kommen. Ich denke auch nicht, nein. Also ich glaube schon, dass sich jemand den Arsch aufreißen wird, vom 9. auf den 8. zu fahren, um dann auf der Pole zu stehen. Aber andersrum denke ich, ist es eher unwahrscheinlich. Dann nehme ich lieber die Mehrpunkte mit vom 7. Platz und starte auch aus der ersten Reihe. Aber denke, das war ist so gekommen, wie es nun eben ist. Ich denke auch, also stimme ich zu. Wir haben jetzt gerade noch die restlichen Fahrzeugplatzierungen gesehen. Und ja, wir werden jetzt vielleicht gleich in der Box noch jemanden hören. Es ist nicht viel Zeit, bis gleich das lange Rennen beginnt. Deswegen werden wir uns beeilen. Falls uns jemand besucht, werden wir sofort ihn ans Mikrofon holen und unsere kleine Slideshow hier, die wir vorbereitet haben, unterbrechen. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Wir müssen kurz den Server wechseln und dann geht's gleich wieder weiter mit dem zweiten Rennen des 8. Laufes. Bis gleich. Bis gleich.
Server kommt.
Ja, liebe Zuschauer, nach kurzer Wechselei sind wir auch wieder da. Zurück zum nächsten Rennen, nämlich dem Follow-up-Rennen zum Sprintrennen. Und so viele Rennen in einem Wort, in einem Satz. Was wir vorhin ein bisschen vermisst haben, bestimmt, und was wir aber jetzt gerne nachholen, sind nämlich die Strafen. Nämlich aus Interlagos haben wir noch die ein oder andere Strafe, die heute einigen Fahrern im Fahrerfeld doch sehr was angeht. Erste Session ist natürlich vorbei, jetzt folgt die zweite und da haben wir Thorsten Küpers zum Beispiel mit einer Drive-Thru-Strafe, genauso wie Herr Vera hatten wir auch schon im Bild, wird gleich eine Drive-Thru-Strafe absetzen, genauso wie Florian Voite, was ihn sicherlich ärgern wird, denn er ist im Qualifying im Rennen ziemlich weit vorne gelandet. Das spült ihn jetzt, glaube ich, gleich wieder ganz nach hinten. Vierter Platz wurde er gerade. Das kann bitter werden, wenn er da im hinteren Mittelfeld rauskommt. Und Oliver Scharlach bekommt auch eine Drive-Thru-Strafe. Also das sind die vier Kandidaten, wo wir uns jetzt nicht gleich wundern werden, wenn diese in die Box kommen. Es gab noch ein paar weitere Zwischenfälle. Die meisten allerdings, muss man sagen, wurden als Rennunfälle gewertet. Die Jury war sehr, sehr fleißig, was Interlagos angeht. Und der Thorsten ist heute gar nicht da, sehe ich gerade. Hat er gesagt, es ist eben Thorsten Kolpers. Da fiel mir ein, der Name ist eben nicht einmal gefallen. Ich habe ihn nicht einmal gelesen. Er ist nicht dabei, also von dem brauchen wir nicht erwarten, dass der heute in die Box kommt. Außer der hat einen Gridpass. Aber schauen wir mal, wen haben wir denn noch dabei? Ja. Okay, da hast du recht. Wir haben auch noch aus Lime Rock Strafen abzusitzen im zweiten Rennen. Weiß nicht, ob du die Liste auch noch auf hast. Das ist der Marco Hahn, der auch nicht mitfährt. Dr. Carlos, das ist glaube ich der Carlos Laser, den habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, lass mal kurz sehen, genau. Ah, stimmt, die konnten das letzte Mal die Strafe nicht absetzen, weil sie nicht gefahren sind. Und da stimme ich dir voll zu. Carlos war auf dem Lime Rock dabei. War, glaube ich, einer derjenigen, die nicht das ganze Paket gekauft haben bei iRacing. Und jetzt gehen wir mal schnell noch auf Mert Utze, denn es geht hier gleich los in die Einführungsrunde. Wir sehen es hier aus der Kameraperspektive, kann man die meisten Fahrzeuge recht gut sehen. Ja, es ist wieder der Wahnsinn. Wir haben es im Sprintrennen gesehen. Es kann dadurch sehr viele Schlamitzel geben. Wir sind gespannt, wie es gleich läuft. Und ja, um einen Satz noch zu Ende zu führen, ich glaube, Dr. Carlos war eine derjenigen Personen, die eben nur das Standardset von iRacing besaßen und deswegen auf dem Lime Rock zwar mitfahren konnten, allerdings jetzt hier nicht mehr dabei sind. Und Hahn, ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, der ist heute auch nicht da, wird also seine Strafe weiterhin auch nicht absetzen können. Die zählen natürlich noch zu den vier dazu. Da bedanke ich mich bei dir für diese Ergänzung. So, wir schalten zu Mert Utze. Da haben wir ihn im Bild. Fährt hinter dem Safety Car entlang. Und da sehen wir, also die Gerade ist wirklich lang. Und wir sehen gerade mal an dieser Geraden, wie groß das Fahrerfeld tatsächlich ist. Denn da geht's bis ganz... Oh nein, was machen die denn dahin? Das gibt's doch einfach nicht. Oh, meine Güte, da wurde doch extra nochmal im Voraus gesagt, Leute, bitte seid vorsichtig in der Einführungsrunde. Der Start ist freigegeben. Und jetzt so ein Käse. Dann gehen wir schnell wieder vor zu Mert Utze. Und, Mert Utzel hat die Führung auch abgegeben. Ja. Kommt aber innen wieder vorbei. Also hat er dem Marc Helkemann zwar die Führung gelassen, aber hat gesagt, Junge, die erste Kurve, die gehört mir. Und hat sich da einfach wieder vorgeschoben. Ja. So wie man es machen muss quasi, ne? Ja. Gehen wir ins weitere, etwas hinterher platzierte Mittelfeld. Martin von Euen hier. Gerade im Bild. Jetzt müssen wir noch kurz eine Runde warten, bis wir die endgültigen Platzierungen, jedenfalls die aktuellen Platzierungen der Fahrer bekommen. Und am nächsten hier im Bild sollte, glaube ich, Fünfter sein. Dahinter Florian Voite.
Also bisher das Feld deutlich besser durchgekommen, bis auf das Startmalheur. Ja, es ist immer so eine Sache, weil der eine will wirklich seine Bremsen aufwärmen und geht halt in die Eisen und der dahinter kriegt es nicht mit. Und dann gibt es immer solche Auffahrunfälle in der Einführungszone, die total unnötig sind. Und jetzt glaube ich sogar, wird man gleich sehen, was die Anzeige sagt, aber glaube ich sogar ein Ausfall jetzt nach sich zieht. Und jetzt sehen wir mal durch. Also der Mert Utzel baut sich tatsächlich so ein bisschen seine Führung aus. Also der, ich sag mal, das ist so eine halbe Sekunde der tatsächlich vor dem Marc Wettgemann. Economisten kommt through. Jetzt wird es hier ein bisschen eng in der Kurve auf World of Champions. Gab es eine kleine Berührung, vielleicht hat da jemand versucht doppelt durchzukommen. Platzierungen auf jeden Fall werden jetzt aktualisiert, das heißt, wir blenden sie auch mal links ein. Und da haben wir sie im Bild. Und ich glaube, im hinteren Mittelfeld ist gerade eher was los, deswegen schalten wir da mal schnell hin. Du, Wolfgang Krämer, Stefan Ebert haben wir da im Bild, der ja im ersten Rennen, wir haben es leider nicht sehen können, ausgefallen ist. Wir vermuten wegen einem Verbindungsfehler. Und im Mittelfeld wird es jetzt ziemlich eng, gerade wieder bei Daniel Marcaus und Christoph Clavita da vor ihm. Aktuelle Platzierung. Hier, glaube ich, blenden noch einfach mal den Ticker ein, dass wir das hier nochmal unten schön sehen können. Mert Utzel auf 1, auf der 2 Marc Elkemann und auf der 3 momentan David Müller. Der Florian Voigt hat auch gerade seine Strafe abgesetzt. Ist gerade durch die Box geschneckt, den 5. Platz abgegeben, ist wieder als 20. zurück aus der Box. Also da ist mal locker das halbe Feld an ihm vorbei. Gut, das haben wir erwartet, dass er im hinteren Mittelfeld rauskommt. Das wird jetzt ja auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja, der hat Spaß. Wird nicht langweilig. Das stimmt, ja. Da wird er seinen Spaß haben. Das ist korrekt. Und da hat sich, glaube ich, gerade jemand gedreht. Peter Reiner. Der orange McLaren, das war glaube ich der, genau, der Roland Wehrer ist auch direkt danach durch. Also der hat seine Strafe auch durch. Christoph Clavita in der Box. Er hat hier auch eine Drive-Thru. Oder macht er einen Stop? Ne, der macht einen Stop. Der Scharlach? Ne, Christoph Clavita. Hat er doch keine Strafe. Nee, hat er nicht, deswegen komischerweise ein Boxenstopp, vielleicht zur Reparatur. Recht früh im Rennen ist natürlich jetzt damit auch wie die anderen Kollegen in der Box erstmal weg vom Fenster. Florian Voigt auf rausgekommen auf der 33. Position, Tobias Marz auf der 38. Oliver Scharlach, der letzte im Bunde, der seine Drive-Thru-Strafe absitzen musste, hat sich auf das Spiel verlassen. Da stand eben in der Box. Ich vermute, das hat mit einer längeren Reparatur auf sich zu tun. Er hat uns vom Server verlassen. Ja, uiuiuiui. Da wird hier aber ordentlich gefightet und Stefan Ebert mittendrin. Wir sind gerade mit der Helikopteransicht drauf. Kleiner Verbremser war da gerade auf das Kiesbett. Müssen die nachfolgenden Fahrzeuge natürlich aufpassen. Wurde auch nochmal angesprochen, wenn eine gelbe Flagge kommt, soll man da bitte auch vielleicht das den Fuß vom Gas nehmen, obwohl das natürlich nicht immer so ganz beherzigt wird, weil man dadurch natürlich auch gegenüber der Konkurrenz eine Menge Zeit verliert. Hat dann natürlich aber, falls dann wirklich mal ein Nachfolgeunfall passiert, dann auch eine höhere Strafe zu erwarten. Jetzt wieder bei Stefan Ebert. Innen vorbei an Simon Solgaard. Führung weiterhin Mert Utzel, Marc Elkemann auf 2 und David Müller auf 3, ja. Erik, du hast vorhin angesprochen, Mert, der sehr konstante Zeiten fährt, da haben wir Justus Zehmann, sehe ich gerade, neben der Strecke. Ich da wohl weggedreht. Vielleicht mal Wiederholung einfahren. Das scheint sich zu bestätigen. Der kann da vorne richtig gut wegfahren, ne? Er ist ja nicht langsam, um Gottes Willen. Der haut da richtig gute Zeit raus, also. Und ich weiß jetzt nicht, warum sich mein Bild nicht aktualisiert, aber
Der fährt da vorne einen guten Schub. Marc Können wir Eickemann sehen hängt da noch was? relativ dicht dran. Aber dann haben wir auch schon eine kleine Lücke. Vorne allerdings wird es da jetzt schon ein bisschen enger. Gerade was Sachen David Müller, Gunnar Miesen, Patrick Pichler angeht. Denn hier haben wir jetzt eine schöne Kampfgruppe. Platz 4, 5 und 6. Verzeihung 3, 4 und 5. Da ist nämlich Patrick direkt dran an Gunnar. Der Marc, da müsste ein Chatline einen Fehler gemacht haben. Der hängt nämlich jetzt unmittelbar im Luftansaugtrakt. Oh, Oh! großer. Oh, Marc Eickemann haut's weg. Ach du lieber Gott. Dann schauen wir mal, was da passiert ist. Gucken wir mal, dass er hier wieder gut auf die Strecke zurückkommt. Das Ja, ist ich denke, da natürlich wird er in der eine Box landen. enorm blöde Stelle und da gibt er das Rennen noch auf. Eieiei. Also, ich glaube, Erik, da kann man nicht einfach zurücksetzen. Da Nee. kommt jeder vorbei an dieser Stelle. Und zwar Das ist eine sehr, sehr eng. Gucken wir uns das ganz an. blöde Situation. Gucken wir uns an. Ja. Ah, da kommt er auf die Wand. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das hat er natürlich gut mitgehalten. Aber er gibt nicht auf, er fährt, das ist in der Box. Ich vermute, er wird die Reparatur machen und wird dann weiterfahren. Das ist natürlich auch schon mal was Dann wird wert. das jetzt aber ganz schön dauern. Sind wir mal gespannt, also würden uns natürlich freuen. Wenn Nur wir somit hat hier der Merck halt. natürlich noch mehr Abstand. Der David Müller hängt jetzt dem direkt hinter. Und auch hier. Was ist denn das für ein Abstand? Enge Geschichte bei Bernd Kohlröde. Ja, David Müller fährt hier gerade neben Gunnar Miesen. Wir schalten schnell hin, sind in der ersten Kurve. Und direkt dahinter auch Patrick Pichler. Ja, der drängelt sich vorbei, also er kommt nach vorne, ne? Jetzt ist die Frage, wie lange kann der Gunnar die Tür zu halten? Ich glaube eher, dass David Müller hier momentan größere Probleme hat, die beiden hinter sich zu halten. Ja, das. Letzte Runde nämlich von David Miller eine halbe Sekunde langsamer als die von Gunnar Miesen. Konnte da enorm aufholen und Patrick Pichler nochmal Der schneller Hammer. gewesen als Gunnar Miesen. Ja, die haben Was? jetzt natürlich ein Problem. Jeder will an jedem vorbei. Und der Müller müsste sich eigentlich in Land stellen, aber ich denke, das werden die anders ausmachen müssen. Jetzt sind wir schon. Ja, Angriff kann man es glaube ich nicht nennen, aber der Pichler kommt außen. Das war aber auch ganz haarscharf. Können wir nochmal durchatmen. Jetzt Pichler auf jeden Fall doppelten Windschatten. Das ist von Vorteil. Und wir Aber schauen. da fährt einer weiter hin als der andere jetzt. Überholt der Gunnar den David und der Pichler will noch am Gunnar vorbei. Also Ja. den David haben sie schon mal hinter sich gelassen, der hat schon mal zurückgesteckt. Ja, kann er auch nichts Und machen, leichten also. Fehler vom Pichler. Oh! Oh, schießt er da wieder ab. Naja, selbe Situation ungefähr wie beim Eckemann. Leichtes Übersteuern an den Curbs, kommt dann in die Wand und dreht sich dann leider raus. Also das war natürlich auch wieder sehr ungünstig. Patrick Pichler somit auf dem, glaube, fünften oder sechsten Platz zurückgefallen wieder. Also gucken wir nochmal auf Profitiert hat Pichler natürlich der genau Gunnar drauf. dadurch. Und hier sehen wir, es kommt da auf die Wand, lenkt wieder zurück auf die Strecke und erwischt David Müller, der innen durchziehen möchte. Ei, das ist richtig ärgerlich geworden gewesen. Mal wieder im Live-Bild zurück. Und Gunnar Miesen natürlich bedankt sich. Hinter Ja, ihm jetzt Tom Valentini. wollte gerade sagen, doppelt profitiert hat dadurch natürlich der Tom, der jetzt natürlich sich die zwei Überholmanöver sparen konnte.
Aber wie ärgerlich. Die Ausgangssituation war fast die gleiche wie bei Marc Ekemann. Also ganz leichtes Übersteuern, dann Gegenpendler leicht in die Wand rein und dann wieder auf die Straße zurück, ne? Ja, es ist weiterhin. Eieiei, da wird jetzt aber ordentlich was probiert hier gerade. Das war schon sehr, sehr optimistisch gewählt, diese Linie von. Also, Ich ich glaube, würde es war fast Jürgen. sagen, das ist so dieses Ebert-Kampfduell mit dem Luca, ne? Oh, da kann man nur spekulieren, würde ich sagen. Wie befindet sich gerade Ebert? Das ist Treffer Startziel zusammen mit Luca Borngester. Jetzt kommt der Da Ebert auch sind wir. vorbei. Und direkt daneben Sebastian Wilms. Der wollte sich da schon mit vorbeidrängeln, aber es hat nicht ganz funktioniert. Der hat er dicht gemacht. Es ist natürlich Geduld. Klar, im Sprintrennen erstmal muss man versuchen, so schnell wie möglich vorbeizukommen. Hier kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen, aber ich glaube, Erik, das kennst du selber. Wenn es dann doch mal mehr als 5 Runden sind, die du hinter einem festhängst, dann ist eigentlich dein Rennen vorbei. Ach, Zeit lassen ist mal so ein bisschen blöd gesagt, ne? Also wir fahren hier mal Wettel. Da ist Zeit lassen immer so ein bisschen das schlechte Wort, aber grundsätzlich kannst du natürlich auch davon profitieren, wenn du einen hast, der vielleicht ein Stückchen langsamer fährt, wie du es gehen kannst. Kannst du natürlich gucken, dass du Reifen und auch Benzin ein wenig aufsparst. Aber es muss sich natürlich irgendwo im Verhältnis mit der Zeit packen. Jetzt sehen wir, wie der Sebastian auch außen am Luca vorbei gehen möchte. Ja, Aber er hält noch jetzt auf gegen, aber der. er kommt. Oh, leichter Schlenker. Er scheint aber da vorbeizukommen. Also. Konnte da mehr Geschwindigkeit rausnehmen aus der Kurve durch Aber diesen Luca jetzt weiteren Lauf. natürlich in. Luca Gibt innen er ist er nach? auch Nee, er kommt wieder ran. vorne. Wer bremst jetzt später? Etwa gleich und damit kann er Sebastian sich vor Luca behaupten. Schöner Kampf zwischen den beiden. Vorne Mert Uzel mittlerweile fast ungefährdet in der Führung. 7 Sekunden Vorsprung. Wir haben auch Gunnar. hier ein schönes Feld. Das ist 17, 18, 19, 20. Da fährt der Pichler im Moment mit. 5 Leute sind dabei. Und da sind wir auch direkt hin. Ja, das ist, Schönes Feld, angeführt das ist vom nicht so ganz angenehm Laycam. da. Genau, das ist schon sehr interessant. Andreas Laycam, dann der Patrick Pichler, Wolfgang Krämer. Jürgen Gartringer auch noch mit von der Partie und der Jens Jakob. Und der Bernd Vollröde versucht sich da auch noch mit anzuheften. Und der Lars Konrad im doch sehr selten gesehenen Porsche hier im Feld. Ja, das haben wir. Den haben wir wirklich nicht so oft im Bild. Und da wird es jetzt gerade ein bisschen eng hinten. Und Konrad hat es da, glaube ich. Nee, ich. Pichler und Leica müssten das sein. Nee, Krämer. Krämer. Wolfgang Krämer und Pichler. Oh, das läuft nicht gut heute für Pichler. Das ist vielleicht die Chance für Sydney. Wir schauen uns einfach mal die Wiederholung an. Sind hier aus der Sicht von Wolfgang Krämer. Ah, da haben wir das gesehen. Pichler links sticht da rein, Krämer zu schnell in der Kurve. Da ist Pichler wahrscheinlich davon ausgegangen, dass Krämer frühzeitiger bremst. Auf jeden Fall für beide jetzt eine Ärgerliche Situation. nicht ganz so eine gute Situation, richtig, ja. Damit Also dieser. der Mert Uzel, die Zeiten werden gerade ein bisschen langsamer. Also das ist jetzt von 35 Mitte auf 36 glatt gekommen. Also der fährt ungefähr eine halbe Sekunde langsamer jetzt. Aber kann seinen Abstand eben doch ja, sehr luxuriös nennen. Das sind ja doch immerhin knappe
Was werden das sein? Uiuiui. Währenddessen. Hier 5 Sekunden? Das bestimmt. Währenddessen ein paar leider schon ausgefallen. Teilweise schon vom Start. Teilweise ist jetzt erst in der letzten Runde. Wir haben nämlich zu beklagen Klaus Wörding, John Atkinson Jr., Oliver Scharlach, Ulf Truschkat, Daniel Longerich, Peter Reiner, Steven Secher und Sergej Blum. Die letzten beiden hatten wir ja auch gerade eben noch im Bild. Vor ein paar Runden leider nicht mehr mit am Start. Tom Valentini ist wieder im Grunde am Miesen dran. Genau, dann mal die beiden. Schön sehen kann. Ich denke mal, der wird sich den jetzt auch auf der kleinen Gegengerade wieder schnappen. Das hat er vorhin schon mal gemacht. Da kommt er ganz leicht quer, verliert ein bisschen Zeit beim Rausbeschleunigen. Ich denke, der Windschatten wird da definitiv nicht lang, um die Zeit wieder zu machen. Ja gut, das ist interessant. Also das Duell hatten wir ja gerade im Sprint dran auch schon. Tom Valentini gegen Gunnar Miesen. Also die kennen sich, wissen auch mittlerweile auch aus dem Sprintrennen schon, wie der andere die Kurven fährt. Das wird hier auf jeden Fall, glaube ich, noch eine ganz interessante Geschichte. Und wie du es schon sagtest, der Windschatten, glaube ich, wird hier gleich mal dem Tom ein bisschen helfen. Wo ist denn eigentlich der Florian Voigte gelandet? Der Voigte ist zurückgefallen, ist leider ein bisschen untergegangen, muss ich feststellen. Platz 23 sehen wir ihn. War auch in zweimal schon in der Box. Einmal, wir erinnern uns, wegen der Drive-Thru-Strafe fiel deswegen zurück, obwohl er von Platz 4 gestartet ist. Und danach hat er anscheinend noch einen Stop gemacht, in dem er auch stand. Also das scheint fast ein Reparaturstop gewesen zu sein, den wir dann nicht mitbekommen haben. Ist damit auf jeden Fall schon mal weg von der Musik. Platz 23 hinter Johannes Kirsch. Der Patrick Pickler fährt auf 7, ne, auf Position 17. No. Dementsprechend sieht das im Moment für Pure Racing Team auch nicht so schön aus. Wir haben bei beiden Teams, sowohl bei Pure Racing Team als auch bei IRT, Fahrer relativ weit vorne dabei. Das ist immer der Tom Valentini, der derzeit auf dem 3. Rang arbeitet und am 2. Rang arbeitet. Und der Michael Schellbach, der für IRT fährt, der auf dem 4. Platz derzeit unterwegs ist. Aber wir sind wieder an dem Punkt, derzeit steht Pure Racing Team Punkte technisch besser da. Ja, Teamkampf immer gut im Auge behalten, aber wie du schon sagst, läuft momentan für beide nicht so richtig, wobei man ja sagen kann, mit Tom Valentini und Michael Schellbach 3 und 4 auf jeden Fall gut in den Punkten. Und es scheint fast so, als hätte Patrick Pichler es Lars Konrad gleich getan, denn beide waren kurz in der Box, werden wahrscheinlich jetzt ihre Strategie dementsprechend angepasst haben auf ihre Platzierung und werden jetzt auf der Reifenmischung, die sie sich aufgezogen haben, durchfahren. Wollte ich gerade sagen, der Pichler, der wird bestimmt vollgetankt haben jetzt, der fährt durch. Auf jeden Fall. Gut haben. Kann dadurch jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Platz gut machen. Fährt auf jeden Fall schnelle Zeiten. Das müssen wir mal sagen. Die schnellste Rennrunde kommt nämlich von Pichler. 1:34,9. Und da wird es vielleicht nochmal schaffen, sich zurück in die Top 10 zu kämpfen. Jetzt hat er sich gerade eben den 16. Platz geschnappt, weil Michael Herrmann in die Box kam. Unten auch schön zu sehen. Ich vermute mal, der Gunnar Miesen wird gleich ein bisschen um seinen Platz bangen müssen. Der Valentini wird doch, denke ich, gleich versuchen zu kontern bzw. vorbeizufahren. Und dann kommt ja auch die lustige Überrunderei. Ja. Und da werden die Karten ja auch gerne mal neu gemischt. Wer kann wann vorbei?
Wie gut kommt die da vorbei? Das haben wir ja in Interlagos recht gut beobachten können, ne? Und wie gut klappt das vor allem? Das war gerade auch auf Interlagos, wenn ich mich da zurück erinnere, ein großes Problem in einer oder anderen Situation. Gerade als es dann wieder auf die lange Stadt hier ging von Interlagos, war das Vorbeikommen nicht ganz so einfach. Mittelfeld sowieso nicht. Hier Ja, die genauso eng. Interlagos ist aber nicht gerade sehr schmal im Gegensatz zu Kanada hier jetzt, ne? Das stimmt, ja. Also hier ist es auf jeden Fall eine schmale Angelegenheit. Hier wäre vielleicht so eine Möglichkeit, wo man überrunden kann. Dann eben in der Hairpin oder bei Startziel. Ansonsten muss man wirklich dann ja, vom Gas vielleicht auf einer Geraden dann eben sich mal fallen lassen. Ja, wollte ich gerade sagen, da müssen wir natürlich auch mitmachen. Jetzt kommt, glaube ich, langsam der Angriff. Also ich vermute fast jetzt in der Hairpin wird es soweit sein, aber Gunnar Miesen fährt schon sehr weit rechts. Also der wird Kampflinie fahren. Nee, das Ja, das sieht noch sieht, nicht dass ganz so Tom aus. noch zu weit weg ist. Da ist es noch nicht so ganz notwendig. Aber das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Gerade mal zum Herrn Utzel gegangen, der fährt einsam seine Runde vorne alleine. Justus Zeman kommt hier gerade rein in die Box. Also wir sehen schon knapp zur Hälfte des Rennens die ersten regulären Boxenstops. Da Gibt mal es einfach auch einen mal schönen drauf. Kampf, Position 9 und 8, der Ruben Denker und Stefan Ebert. Mal drauf. Da schiebt sich, oh, die schenken sich nichts. Da, Ruben kommt rein. der Ruben fährt rein. Da hätte er sich das Anbremsen sparen können. Aber vorbei ist vorbei. Aber ich vermute mal, ich gucke gerade mal rein. Der Stefan Ebert war noch nicht in der Box, also der wird ja nochmal die Box fahren müssen. Bis zu Platz 11 war bisher noch keiner drin. Da wird sich also einiges tun. Dann geht es so langsam los mit Andreas Leykam. Ruben Denker gerade, wir haben es gesehen. Und direkt hinter Ruben im Moment Patrick Pichler. Jetzt zieht er gerade vorbei an den tankenden Ruben. Und da kann das hintere Mittelfeld vielleicht mit der einen oder anderen Boxenstrategie hier noch ein bisschen was reißen. Ja, der Florian Woyte, der wird gleich vom Mert Utzel überrundet. Vorausgesetzt, der Mert fährt noch weiter. Eben vor, ja doch noch sehr weit vorne mit dabei, sehr weit vorne mit. Und jetzt ist er natürlich aufgrund der Strafe sehr weit zurückgefallen. Weiterhin der Zweikampf. Platz 2 und 3 Das wird nicht langweilig, ich sagte schenken sich das. nicht wirklich viel, ne? Also das ist hier Zentimeter knabbern. Ich vermute mal, der Valentini, der wartet jetzt so lange, bis der Gunnar in die Box fährt. Dann fährt er eine Runde, versucht eine Zeit hinzuhauen, versucht sich dadurch ein bisschen Abstand rauszufahren und fährt dann in die Box rein nach einer Runde, zwei Runden. Ach, du meinst, er ist hier jetzt schon komplett auf Schonkurs? Ja, Schonkurs würde ich es nicht nennen, aber. Das, warum nicht? Also, guck mal, wie dicht er wieder anfährt. Aber er greift eben nicht an. Lässt sich mittragen. Ja, hier auch wieder. Er kommt sehr, sehr dicht ran. Setzt sich außen hin. Wo er ja eigentlich nicht wirklich überholen kann. Jetzt gucken wir mal. Jetzt kann er natürlich früher, etwas früher eventuell aufs Gas. Verliert wieder ein bisschen Abstand, fährt sich durch den Windschatten letztlich wieder ran. Und wie gesagt, also ich vermute fast, der wartet jetzt so lange, bis der Gunnar Miesen an die Box fährt. Ja, das könnte gut sein. Da können wir vielleicht noch die eine oder andere Runde dann rausholen. Ja, und wenn er jetzt wirklich schneller fahren könnte, was er jetzt nicht macht, dann kann er ein bisschen Zeit gewinnen. Beide
Auf jeden Fall muss man aber sagen, verlieren ein bisschen auf Matt Utze. Ja gut, das kostet. Die beachten beide auf den Vordermann oder auf den Hintermann. Ja, das Gunnar ist. guckt, dass er nicht zu früh bremst, dass der andere, dass der Tom ihm nicht reinfährt. Der Tom bremst ein bisschen früher, damit der nicht dann bremst, wenn Gunnar schon auf der Bremse steht. Man achtet natürlich ein bisschen aufeinander und das kostet natürlich auch Zeit. Also das ist natürlich nicht ganz zu verachten. Ja, und dadurch eine halbe Sekunde ungefähr für Matt Utzel Runde. Das rendiert sich schon seit einiger Zeit. In der Box jetzt Christoph Grund. Nummer. Noch schnell zu Michael Herrmann, Platz 23, denn der ist direkt an Jens Wolf dran. Ungefähr ähnlicher Abstand wie vorne bei den Kollegen, wo wir gerade waren, Tom Martini und Gunnar Miesen. Dann bei David Müller, nach der Kollision mit Patrick Pichler, kann die Geschwindigkeit einfach nicht mehr mitgehen. Also jetzt auch wieder 1:38,1 in der letzten Runde. Und sieht hier förmlich auf der Statistik, wie er immer mehr Zeit verliert. Also ich glaube, Erik, da ist was Größeres passiert. Ja, das Auto ist vermutlich krumm. Wenn nicht sogar der Motor mit weggekriegt hat. Aber so doll war der Aufprall nur eigentlich nicht. Aber das langt ja, wenn am Fahrzeug was verzogen ist. Ja, und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, die das Fahrgefühl ein bisschen verändert. Ja, nehmen wir es mal. Leichte Kaltverformung mit Sturzkorrektur. Dann hast du natürlich nicht mehr die ideale Auflagefläche vom Reifen, die du haben möchtest, die du durch dein Setup haben möchtest. Und dementsprechend verlierst du natürlich auch Zeit und genauso kannst du natürlich auch den Reifenabrieb deutlich erhöhen. Also was das angeht, kann das schon sehr gut sein, dass er, weil er ja wirklich sehr, sehr unglücklich in die Wand gekommen ist auch, dass da wirklich irgendwas in der Spur, Sturz oder an der Achse allgemein verstellt ist. Denn Karosserieschäden sehen wir da eigentlich relativ wenig. Und David Müller fährt zusammen mit Teamkollege Tobias Marz, gerade 29. Beide für RWF Sim Racing Team Nippon. Jetzt müssen wir mal kurz unter die Arme greifen. Ich glaube, der Luca, der war schon in der Box, der Luca Borngesser. Luca Borngesser war noch nicht in der Box. Noch nicht, okay. Patrick Also, Pichler im Moment auf dem 10. genau. Und er war schon drin. Also, wie gesagt, er wird jetzt durchfahren und kann jetzt, wenn er die Geschwindigkeit hält, vor sich vielleicht noch den einen oder anderen cachen. Fährt hier letzte Runde eine 1:37,1. War circa eine Sekunde schneller als Luca Borngesser vor ihm. Und auch die von Frank van Borstel auf der 8. Platzierung. Oh, der Borstel, der haut sich gerade in die Wand. Was macht der denn da? Ach du lieber Himmel. Das sah ja gar nicht gut aus. Oh, da scheint fast so, als ob das Lenkrad permanent nach links liegt. Ja, Lenkt. der ist Da im ist leichten wohl. Rechtsknick in die Wand geknallt. Weiß nicht, auch nicht aufgepasst oder was da passiert sein soll, also. Dann schauen wir da mal rein. Ich würde mal fast sagen, der hat mal ein wenig Ablenkung bekommen. Mal, oi, 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 oi. Da mal das Problem. Fahrzeug ganz, ganz blöder Aufprallwinkel links an der Wand und jetzt komplette Aufhängung quer. Das Fahrzeug ist kaputt. Ja, das lässt sich nicht mehr groß retten. Hast du den Auslöser gesehen an der rechten Wand? Wo er rechts in die Wand reingekommen ist. Ich glaube, die hat er touchiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig, genau, der ist rechts leicht an die Wand gekommen, ist dann nach links volles von drüber und ist dann im Grunde genommen ja wirklich an der Wand lang geeiert. Hat sie dann auch ungünstig seitlich erwischt. Ärgerlich, wirklich Das ärgerlich. ist wirklich ärgerlich, ja. Da wird er eine Weile stehen. Mein Teamkollege auf dem 14. Platz kommt jetzt gerade über die
Jetzt hat er dadurch natürlich einen Platz gewonnen. Der haut sich auch weg. Was macht denn der? Der Sebastian Wilms. Der hat sich jetzt auch in die Leitplanke gehauen. Wenn auch nur leicht. Leichtes Übersteuern, Kurvenausgang. So, dann hoffen wir, dass das kein Trend wird hier in dem Team. Ja gut, man sieht, die Reifen werden schlechter, ne? Ja. Also. Das ist, wir haben hier vor allem, haben auch auf jeden Fall, ich denke, du auch persönliche Erfahrungen gemacht mit nachlassenden Reifen auf Montreal. Ist es gerade im zweiten Sektor nicht zu spaßen? Ich beobachte gerade wieder das schöne Duell Miesen und Valentini. Es hat sich nichts getan. Also der Miesen fährt vorne weg und der Valentini fährt locker hinterher, würde ich mal sagen. Also das klingt jetzt nicht so, als wenn er auf letzter Rille fährt. Ja, und beide. Erstmal eine kleine Überrundung Jetzt hier. am, ich glaube, Florian Wolte müsste das sein. Glaube, da hast du recht, ja. Genau. Und ja, du hast völlig recht. Also da schwimmt Tom ein bisschen mit, würde ich sagen. Abstand Also für zum mich sieht das Vordermann. absolut nicht so aus, als wenn er kämpft. Also der fährt da relativ entspannt hinterher, Ja. wenn man es entspannt nennen darf. Aber wie du siehst, an den Kurven kommt er mal ein bisschen ran. Und beim Rausbeschleunigen verliert er ein bisschen. Und auf der Geraden selber kann er sich wieder ein bisschen ranarbeiten. Also ich würde fast sagen, er fährt sogar mit einem kleineren Engine Mapping. Dann sind wir mal gespannt, ob er heute Du Sparfüchse! durchfährt. Ja, es ist, vielleicht kann er dann am Ende nochmal, gerade jetzt in der Phase, wo die Reifen sehr stark nachlassen, kann er dann vielleicht nochmal die eine oder andere raushauen und den einen oder anderen Konkurrenten sich da noch schnappen durch diese Sparpolitik an dieser Stelle. Patrick Pichler jetzt jedenfalls wieder vor auf die 8, macht also eine super Aufholjagd. Letzte Runde 1:36,3. Und damit ist er schneller als der Erstplatzierte. Wenn auch nur minimal. Jetzt Jetzt können wir auch vielleicht sch Möglichkeit, nein, auch weiterhin Nee. bleibt Tom Wir hinter können Gunnar. wunderbar sehen, wie er einfach nur mitschwimmt. Also der bremst auch immer ein Stückchen früher, der Valentini. Simon in der Box. Einen recht langen Boxenstopp gemacht, 12,9 Sekunden. Da war er wohl beim Reinfahren ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu schnell. Die nächsten So, kommen jetzt rein. kommt genau der Moment. Gunnar Miesen ist in die Box gefahren und der Valentini fährt raus. Er hat jetzt eine 1:36 Und gefahren vor und ich allem würde. Mert Utzel auch in der Box. Das heißt, somit Tom Valentini jetzt Gesamtführender. So sieht's aus und Und ich könnte wetten, dass der Valentini jetzt eine 35 raushaut. Das. Oh, da kommt er. Oh! Oh! oh, das darf nicht passieren. Mensch, jetzt haut er sich auch noch weg. Okay, mit der 35 nehme ich das dann somit zurück. Ja, wenn er es gewohnt Zeitgewinn. ist, 10 Runden hinterher zu fahren, dann hoppla, keiner mehr vor mir. Nee, das war wohl kleine Unkonzentriertheit, ich weiß nicht. Schellbach ist das jedenfalls nicht hinter Tom Valentini, also Es ist immer noch Florian es Wolte. ist immer noch Florian Wolte, genau, Teamkollege von Schellbach. Und damit also erstmal wenig Druck. Und bisher also Der noch Mario nicht in der Schellbach Box wird im Moment noch gewesen. geführt als Vierter. Er dürfte im Moment aber die zweite Position geerbt haben. Richtig, Er bleiben fährt wir jetzt hin. aus der Hairpin raus. Und der Valentini ist schon auf halber Länge zur letzten Schikane. Also der hat dennoch genug Vorsprung. Aber ich vermute mal, der wird jetzt auch direkt reinfahren, da er den Schaden hat. Da sehen wir das auch. Ja, das war leider nichts. Schade. Das ist wirklich ärgerlich. Ja. Schellbach fährt jedenfalls weiter. Nein, er kommt auch rein. Schellbach kommt auch rein. Damit war bis jetzt jeder mal in der Box. Wir haben also alle Pflichtstops hinter uns. Und der Rest vom Rennen wird, denke ich mal, ohne weiteren Stopp verlaufen.
Patrick Pichler bis jetzt auf sechster Position. Er wird, wenn er Glück hat, sogar direkt hinter Valentini. Nee, Valentini fährt schon raus, also das ging auch recht fix. Ja, fährt jetzt auf die Wo Strecke, kommt er jetzt muss raus? Jetzt müssen wir mal vor Gunnar abwarten. Miesen auf jeden Fall. War ein sehr, sehr kurzer Stopp von Tom Valentini, hat also bei Er der hat aber Berührung. trotzdem sehr, 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 sehr Zeit gewonnen, ne? Dafür, dass er das Ding sogar noch mal kurz in die Leitplanke gesetzt hat. Oder Gunnar stand ein Stückchen länger. Ja, Gunnar stand tatsächlich länger, nämlich ganze 4 Sekunden, wenn meine Anzeige richtig ist. Und das sind Ja, ungefähr die dafür. 4 Sekunden auch zwischen Tom und Gunnar, die wir jetzt haben. Ja, gut, und trotzdem hat der Valentini das Ding ja nochmal in die Leitplanke geschmissen. Ja, Also, muss man man sieht dazu sagen, ja. Muss man dazu trotzdem sagen. hat er ja anscheinend Zeit gewonnen, würde ich fast sagen. Mert Uzel an dritter Position derzeit. Dritter gewertet, der müsste sich jetzt normalerweise, wenn sie es bereinigt, als erster geführt werden. Dann der Valentini, dann der Gunnar Miesen und dann müsste eigentlich der Michael Schellbach kommen. So sieht es nämlich auch aus. Hinter Michael Schellbach, Daniel Marcaus auf der 5, fährt auch ein starkes Rennen. Ja, wir gucken mal, wer das bereinigt sich ja jetzt ja. Der Mert Uzel fährt jetzt über die Start-Ziellinie. Wird als erste Position gewertet. Der Gunnar Miesen wird als dritter gewertet. Valentini als zweiter. Dann kommt der Michael Schellbach als vierter. Dann haben wir den Daniel Mackhaus. Das ist ja der Teamkollege von Mert Uzel, der jetzt führender ist. An fünfter Position. Wenn wir weiter zurückgehen, haben wir da schon den Patrick Pichler. Also der hat ein ganzes Stück aufholen können, wenn wir uns überlegen, dass da schon alles schief gegangen ist. Nach dem Patrick Pichler haben wir eine kleine Lücke. Dann kommt der Patrick Richter. Ja, die beiden Patricks vereint sozusagen. Ja, und dann kommt der Stefan Ebert am 8. Position vom Steppo Sim Racing Team. Dann der Christoph Grund, der meine ich für die Sim 40 Racers fährt. Und die Top 10 rundet dann der Ruben Denker von Piranha ab. Ja. Also Christoph Grund bei Sim Neo Racers. Das ist schon richtig. Und gerade noch mal ein Wort zu Patrick Richter vielleicht. Denn wer das letzte Rennen gesehen hat auf Interlagos, der wüsste oder weiß vielleicht noch, dass Patrick so um den 10. Platz immer ankam. Im ersten Rennen auf Platz 13, im zweiten Rennen auf Platz 11 fährt er für das Team Pfandsammler. Und Ja, da der ist muss ja auch man... neu dabei. Die Ist ganz... fahren an Genau. 11. Das ist ja, die fahren an 11. und 10. An 11. Position. Und sind 11. ganz neu und dabei, ja. 7. Das ist sind ganz wirklich, neu dabei. wirklich, muss man da Respekt zollen. Und sie haben sich, und das muss man auch sagen, verbessert, denn jetzt wirklich Richter auf die 7 sogar vorgekommen. Also, Erik, da muss man wirklich in die Hände klatschen. Gut gemacht, ne? Hut ab! Hut ab! Freuen wir uns jedenfalls auf die weiteren Rennen. Viele sind es ja leider nicht mehr, dann ist hier schon die erste Saison der DSTM vorbei. Was steht noch an? Wir haben noch mal ein Nachtrennen im Kalender. Das wird, denke ich mal, auf jeden Fall ein Highlight. Wir sind in Okayama, in Road America, in Spa und in Bathurst. Tom Valentini kann sich jetzt aber ein wenig an den Mert Uzel, also er kann sich den Abstand nicht wieder vorausfahren. Also da hat Mert Uzel eine ganz schöne Ecke verloren. Ja, der Abstand, da hast du völlig recht, wird langsam immer knapper zwischen 1 und 2. Matt Utzel, der vorhin da noch bequeme 8 Sekunden hatte, muss sich jetzt momentan nur noch mit 3 Sekunden zufrieden geben. Und Tom Valentini fährt gerade etwas schneller.
Es kann natürlich auch sein, und davon gehe ich aus, Erik, dass Tom nur mal kurz nachgetankt hat, jetzt immer noch auf denselben Reifen unterwegs ist. Und Das würde auch dadurch, begründen, dass er so schnell durch war. genau, und dadurch, dass er eben vorhin so lange im Wind hatten, die Reifen schonen konnte, kann er das jetzt machen. Vielleicht kriegen wir es ja beim Interview später noch heraus. So sieht es nämlich aus. Aber wir bleiben noch ja Gott sei Dank noch hinbekommen, wo wir alle am Rätsel waren, ob er durchfährt. David Müller Oder ob er. übrigens im Zweikampf mit Sebastian Wilms. Rad an Rad. Wir sehen am Und 20. und 21. den Holtermann und Kollröder, der sich da so ein bisschen in die. Top-Fahrzeuge mit reingesetzt hat ins Feld. Durch die Überrundung. Da ist auch ein bisschen was los. Eine kleine Gruppe ist das. das ist mir Mit gerade. dem Wolfgang Krämer, Bernd Kollröder und dem Marco Holtermann. Sind auch noch relativ dicht beieinander, wenn auch leicht demoliert und verformt. Schön ausgedrückt, ja. Aber sie fahren noch. Ja, Marco Holtermann, du hast es erwähnt, eine halbe Sekunde hinter Bernd Kollröde, vielleicht nicht mehr mit dem besten Fahrzeug unterwegs. Wo fahren sie denn Allerdings hin? noch im Kampf untereinander. Hier sehen wir das Fahrzeug zum Beispiel von Marco, wie es da schon ordentlich Dellen hat. Ja, der Abstand 1 und 2, jetzt schon wieder um eine halbe Sekunde gefallen. Sieh dich mal an, also ich glaube, das wird hier nochmal richtig spannend gegen Ende. Ob das der Tom Martini vielleicht noch an den Mert Utzel vorbeischafft, wir werden sehen. Wie viel Zeit haben wir noch offiziell laufen? 3 Minuten oder? Knapp 2 Minuten nur noch. Also es wird eine enge Geschichte. Allerdings hat Tom jetzt in der letzten Runde eine halbe Sekunde aufgeholt. Könnte ein Indikator dafür sein, dass bei Mert Utzel so langsam vielleicht jetzt die Nerven blank sind oder vielleicht auch schon das Material nachlässt. Ich würde eher sagen, das Material. Also ich denke, dass der Mert Utzel da definitiv genug Routine eigentlich hat. Und vielleicht fährt er jetzt auch so nach dem Motto so schnell wie ich brauche. Und versucht da jetzt nicht unnötiges Risiko einzugehen. Denn ich meine, der Abstand sind 3 Sekunden knapp. Ja, und noch 1,5 Minuten auf der Uhr. Hier sehen wir Patrick Pichler im Zweikampf mit Daniel Marcaus. Daniel auf jeden Fall auf der Kampflinie. Will natürlich diese sehr, sehr gute Platzierung nicht hergeben. Und da sieht so aus, als ob sich das jetzt hier gleich auf der Geraden Ja, die Top erledigt. 3 haben sich sehr, sehr weit voran wegfahren können. Also die Top 3 fahren wirklich sehr weit vorne jetzt. Der Michael Schellbach biegt jetzt erst auf die Start-Ziellinie ein. Auf die Start-Ziel-Gerade. Der Gunnar fährt jetzt gerade in die erste Schikane, wo es den Valentini in die Box gehauen hat, in die Wand gehauen hat. Ich denke, dass die Top 3 Ja, das jetzt Angriff. untereinander ausmachen. Angriff innen durch. Daniel kontert. Schön gemacht. Das ist richtig schön anzusehen. Daniel Marcaus übrigens im letzten Rennen in Interlagos im Sprintrennen Sechster geworden. Damals schon wirklich für das Team First Row SimSport wirklich eine super Platzierung eingefahren. Im zweiten Rennen lief es nicht ganz so gut. Heute wieder eine gute Platzierung, fünfter Platz, toppt es damit, wenn er sich vor Patrick Pichler halten kann. Also das läuft hier auch Das sieht aber. richtig gut. Und so langsam geht es dem Ende zu. Wir schalten aber schnell wieder zurück. Schafft es hier Patrick noch vorbei oder kann Daniel diesen fünften Platz halten? Das ist jetzt die große Frage. Und wir gehen auch gleich wieder vor zu Matt Utzel, dass wir die Zielüberfahrt sehen. Tom Malatini auf jeden Fall schafft es hier nicht mehr ranzukommen. Also so viel sind wir uns sicher. 2,5 Sekunden, das ist zu viel. Und Mert Utzel gewinnt hier mit einem fehlerfreien Startzielsieg die zweite Session im achten Ja, Rennen. Herzlichen herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Das ist natürlich wirklich eine schöne Nummer. Der Gunnar hält seinen dritten Platz, wie wir schon gesagt hatten. Die machen es unter sich aus.
Vierter wird der Michael Schellbach. Ja, und Patrick lässt ab. Daniel wird damit Fünfter. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Damit hat First Row schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren jetzt. Auf jeden Fall. Patrick Pichler, sechster Platz, auch über die Stefan Ebert, Marc Elkemann, den es ja am Anfang doch ein wenig gerissen hat. 22. jetzt. Natürlich ein wenig ärgerlich. Hier vielleicht der letzte Zweikampf jetzt noch. Ah, da hat sich gerade erledigt, glaube ich. Luca Bongesser kommt hier nicht so ganz gut aus der Hairpin raus. Sebastian Wilms vor ihm noch auf der 12. Position. Und unten sehen wir nochmal die Platzierungen durchlaufen. Jetzt über die Linie fährt der Patrick Richter, holt damit für das Team Pfandsammler den 10. Platz. Ja, da sehen wir auch David Müller mit einem überrundeten Fahrzeug. Hier kommen Sebastian Wilms und Luca Borngesser. Wir blenden schnell die Platzierungen nochmal ein. Hier haben wir nochmal alles auf einen Blick. Während Erik und ich uns schnell in die Boxengasse begeben und uns vielleicht die ersten drei ans Mikrofon holen. Deswegen bleibt einfach dran. Wir melden uns gleich wieder zurück. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück, liebe Zuschauer. Wir fangen an mit erstmal dem Sieger natürlich der zweiten Session, Mert Utzel. Mert, super Ergebnis, Glückwunsch von uns. Ich denke, du bist super happy. Ja, danke erstmal. Das Qualifying war ziemlich chaotisch. Ich habe keine einzige Runde zustande bekommen. Durfte dann im ersten Rennen vom letzten Platz starten. War halt ein bisschen bitter. Konnte mich dann aber gut durchs Feld arbeiten, dass ich so in der letzten Schikane den Platz 8 holen konnte. Damit bin ich dann halt im zweiten Rennen von der 1 gestartet und konnte dann vorne halt wegfahren und war halt ein Start-Ziel-Sieg. Aber ich musste halt ziemlich stark pushen. Wie schwer war denn dieser Start-Ziel-Sieg für dich? Gerade auch im Hinblick auf Material. Erik und ich haben da ja schon drüber gesprochen, dass gerade hier die Reifen auf Montreal vielleicht nicht immer so sind, wie man sie eigentlich gerne hätte. Ja, gegen Ende ist es schon schwierig gewesen mit den abgenutzten Reifen. Aber an sich, also der Sieg war jetzt nicht einfach, weil ich musste halt auch einen großen Vorsprung rausfahren, weil ich mir halt nicht sicher war, wie viel ich genau jetzt tanken muss. Ich hatte jetzt am Ende, glaube ich, noch 10 Liter übrig. Also hätte ich weniger tanken können, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Okay, ja, dann nehmen wir das mit für das nächste Rennen. Und ja, Mert, nochmal Glückwunsch. Ich bedanke mich. Und wir kommen auch zum zweitplatzierten Tom Valentini. Hallo Tom. Hallo. Ja, Interlagos war für dich ja eine sehr, sehr gute Erfahrung, gerade mit den zwei Siegen. Heute der zweite Platz in der zweiten Session. Inwiefern bist du damit zufrieden? Weil da ja, wir haben es gesehen, ohne Wandberührung vielleicht noch mehr drin gewesen wäre. Ja klar, also mit den Punkten, die ich jetzt aus den zwei Läufen mitgenommen habe, bin ich schon froh, aber richtig zufrieden bin ich jetzt nicht. Ich habe in zwei Läufen jetzt dumme Fehler gemacht. Im ersten habe ich einen Slowdown bekommen. Sonst hätte ich Patrick vielleicht noch angreifen können. Und jetzt auch im zweiten Lauf, also bin ich in
die Mauer gefahren, sonst wäre es vielleicht nochmal knapp geworden mit dem ersten Platz. Tom, vielleicht mal eine Frage von mir. Wir haben eben darüber spekuliert, du bist ja dem Gunnar doch eine ganze Zeit lang hinterhergefahren. Ja. Wir haben die Vermutung gehabt, dass du dich ein bisschen vom Gunnar treiben lassen, also dass du dich ein bisschen hinterher ziehen lassen, um so ein bisschen Material zu schonen. Und das sah auch so ein bisschen so aus, als wenn du keine neuen Räder gewechselt hast. Du hast nur nachgetankt, oder? Ja, genau. Also ich habe hinter ein bisschen versucht, Benzin zu sparen und auch Reifen, um dann weniger zu tanken, um am Boxenstopp an ihm vorbeizugehen. Genau, also meine Vermutung war, dass du wirklich so lange wartest, bis der Gunnar in die Box fährt und dann versuchst, zwei schnelle Runden zu fahren, um halt ein bisschen Luft rauszuholen. Aber dann kam ja doch leider die Wandberührung dazwischen. Aber grundsätzlich, die Einschätzung war richtig oder wie war dein Plan? Ja, genau so war mein Plan, weil ich habe gesehen, der Merte war schon 8 Sekunden vor uns und da wäre ich auch mit Pushen sehr, sehr schwer rangekommen. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, Gunnar, du darfst dich auch gerne zu Wort melden. Herzlichen Glückwunsch auch zum dritten Platz. War ein interessantes Duell. Der Tom hat dich nicht wirklich bedrängt, aber er hat dir keine Ruhe gelassen. Was sagst du dazu? Ja, hallo, erstmal Glückwunsch an Patrick für das erste Rennen, den Sieg und dem Mert und dem Tom fürs Podium. Ja, Rennen mit dem Tom war schon schwierig. Ich dachte mal, ich bin ja reifenschonend gefahren oder versuche ein bisschen reifenschonend zu fahren. Durch die Erfahrung vom ersten Rennen, dass er halt mehr Topspeed hatte, bin ich etwas langsamer aus der Schikane immer raus. Ich denke, das hat auch immer gut funktioniert. Ja, im Endeffekt hatte ich 10 Liter zu viel getankt und das waren dann halt so die 2 Sekunden. Sonst wäre es vielleicht ja, P2 drin gewesen. Ich weiß nicht, wie weit der Tom immer aus der Schikane raus beschleunigen konnte. Ja, ich bin immer schön langsam rein, damit ich sauber raus beschleunigen konnte. Ja, und deswegen konnte ich mich auch lange vor ihm halten. Er war klar schneller. Ja, aber sei es drum, P3, zweimal P3, beste Ergebnis für mich in der STM. Happy. Ja, wunderbar. Wir haben auch uns den Andreas Leikam und den Patrick Richter mal dazu geholt. Herzlichen Glückwunsch euch auch mal. Ihr habt ja doch ein sehr, sehr starkes Teamergebnis heute einfahren können. Und seid ja doch mit das neueste Team, was wir in der DSTM hier derzeit haben. Ja, herzlichen Dank. Auch erstmal Glückwunsch an die Sieger und an alle, die vorne waren. Ja, hätte aber um einiges besser laufen können, ne? Vielleicht ist euch aufgefallen, was uns da passiert ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf du ansprichst. Warst du an der Startgeschichte mit beteiligt? Bist du da Nein, mit? also bei mir ist am Start der Gang reingesprungen, warum auch immer, und habe dadurch eine Stop-and-Go gekriegt. War dann auf dem letzten, nachdem ich die Stop-and-Go absitzen wollte. Und da kam dann leider auch die iRacing-Unerfahrenheit dazu. Ich wusste nicht, dass er bei einer Stop-and-Go dann auch nachtankt und Reifen wechselt. Hat er auch gleich alles mitgemacht. Und ja, dann lief es von hinten nach vorne. Und beim Andreas war leider das Problem, dass er so sehr im Getümmel war, dass er dann im ersten Lauf disqualifiziert wurde, obwohl er da nicht mal unbedingt Schuld hatte. Ja, ich glaube, es ging aber einigen so. Ne? Ich glaube, die Jury hat diesmal extrem viel zu tun, was ich so gehört habe von meinen Teamkollegen. Ging ja wirklich Und da heiß zu. möchte ich auch dem Justus nochmal ein Sorry hinschicken. Dann war ich natürlich Letzter und musste mich durch das Feld kämpfen. Und da habe ich mich einmal verbremst und bin ihm hinten drauf gefahren. Es ist zum Glück nichts passiert. Wir haben auch schon drüber gesprochen, aber auch nochmal auf dem Weg ein fettes Sorry von mir. Ja, dann schalte ich mich mal gleich noch kurz ein. Gerne Ich doch. muss mich erstmal entschuldigen beim Michael Herrmann. Den habe ich in der dritten Runde vom zweiten Rennen abgeschossen, weil ich abgelenkt war. Musste unbedingt vor der Kurve noch die Traktionskontrolle ins Höher nehmen und nicht aufgepasst. Ja, sorry dafür und Gratulation an alle anderen vom Podium und die ein gutes Rennen eingefahren haben. Ja, ein erstes Rennen war natürlich schlecht. Immer mal ganz leicht. In der ersten Runde ist mir schon einer ganz leicht hinten mal reingefahren. Und 2 Runden später nochmal einer irgendwo berührt. Ja, und irgendwann
warst dann zu viel immer mal leicht angerempelt mit irgendjemanden und disqualifiziert. Schade. Ja, man sammelt natürlich hier gerade in Montreal schnell mal einen Car-Contact, relativ schnell mal einen Car-Contact. Ein Incident holst du ja auch gerne mal ab. Also das ist, Montreal ist nicht ganz zu unterschätzen, denke ich. Ja, und beim Jürgen hatte ich auch noch, das war eigentlich, ja, manchmal ist bei iRacing, obwohl es noch nicht so aussieht, als ob man sich berührt, berührt man sich trotzdem. Irgendwie scheint da noch so eine unsichtbare Barriere ums Auto ringsrum zu sein. Und ja, der hat sich dann auch zusammen durch eine Kurve, wo ich überrascht war, dass er da noch inne eingehalten hatte. Und war eigentlich genug Platz und wie gesagt, dann ging er ruck durchs Auto, obwohl man noch im Replay sah es so aus, als wenn da noch Platz ist. Hat sich auch im Rennen so angefühlt, aber naja. Hat er sich auch leicht, wurde halt auch dann von hinten noch getroffen durch das Manöver. Denke mal, ich hoffe mal, dass da jetzt nicht irgendwas noch bestraft wird oder so. Werden wir mal sehen. Ja, die Jury-Entscheidungen werden mit Sicherheit, wie gesagt, die werden, denke ich, eine Menge zu tun haben. Da werden sich bestimmt schon kräftig freuen. Inwieweit es auf Strafen ankommt oder ausläuft, werden wir natürlich sehen im nächsten Lauf. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es doch relativ glimpflich abgelaufen. Also ich denke, gerade so die erste Rechts-Links-Schikane, wo es ja dem Valentini in die Wand gehauen hat, wo es auch den Marc Elkemann zerschossen hat, da hätte ich doch mehr mit gerechnet, dass da vielleicht noch mehr passieren kann. Aber das lief eigentlich doch sehr gut ab alles. Ja, vielleicht auch jetzt gerade noch mal zum Schluss noch, dass wir das komplettieren. Den Sieger von der ersten Session, nämlich Patrick Pichler, haben wir nämlich auch gerade hier bei uns im Channel. Und da möchten wir dir natürlich nachträglich noch gratulieren. Zweites Rennen, Patrick, lief ja nicht so gut. Am Ende dann dennoch der vertröstliche sechste Platz. Aber hätte besser gehen können, ne? Ja, ich bin, glaube ich, in Runde 6 in die World of Champions gekracht. Hab dann noch unglücklicherweise einen David Müller mitgenommen. Dann haben wir gesehen, ja. Box geschlichen mit einem Fast Repair. War dann, glaube ich, nochmal in einen Unfall verwickelt. Dann war das Auto wieder leicht beschädigt und Schadensbegrenzung noch mit Platz 6. Zum Schluss noch ein nettes Duell mit Daniel Mackhaus gehabt. Ja, haben wir gesehen. Hast probiert, nochmal vorbeizukommen. Dann allerdings auf der Geraden, glaube ich, dann war dann, glaube ich, auch sogar schon die letzte Runde dann einfach gelassen, ne? War noch ja, zu weit weg. Ich habe dann noch einen Slowdown bekommen. Ah ja, okay, das erklärt's. Ja, aber dennoch schöne Duelle und trotzdem für euer Team nochmal ordentlich Punkte. Und ja, Patrick, vielen Dank. Und ich glaube, Erik, wir sind langsam am Schluss. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass es bald wieder weitergeht mit der DSTM, nämlich in 2 Wochen auf Okayama. Also das wäre der 13. Mai, wieder zur selben Zeit. Und Erik, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute dabei warst. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ja, danke gleich. Und ich hoffe, dein Lenkrad ist in 2 Wochen da. Ja, es soll Montag kommen, aber in 2 Wochen stehen andere wichtige Termine an, habe ich mir sagen lassen. Okay. Da ist ja auch, da bin ich mal gespannt, wer überhaupt hier ist. In 2 Wochen ist ja unter anderem das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Das fällt ja auf das Wochenende. Das ist ja genau, geht ja am 13. los mit den Ardenner Racing Days. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das Feld ein wenig ausgedüngt sein wird. Wer weiß, vielleicht die Chance für den einen oder anderen Underdog. Ich bin auf jeden Fall hier. Und ich hoffe, ihr auch, liebe Zuschauer. Danke, Erik. Bis zum nächsten Mal, dann, ne? Auf Wiederschauen. Bis dann. Tschüss.